Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu den heutigen Jung Architecture Talks, zu unseren Online-Lectures. Wir freuen uns riesig, dass wir wieder so viel Zuspruch erhalten haben an die beiden Referenten und Thomas Welter. Wir haben über 150 Anmeldungen heute wieder erhalten. Also unser digitaler Saal ist voll sozusagen. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auch sehr, dass Thomas Welter uns heute begleitet. Er wird heute durch die Veranstaltung führen und moderieren und einleiten. Und Wiebke Becker, meine Kollegin, wird heute im Hintergrund unterstützen. Das heißt, wenn Fragen da sind oder Anregungen, gerne in das Fragenfeld einmal eintippen. Und Wiebke Becker wird dann entsprechend antworten, wenn es Fragen an die Redner gibt, auch gerne uns schreiben. Und wir werden dann am Ende der Veranstaltung die Fragen entsprechend weitergeben. Was immer hilft, ist, wenn Sie einmal ganz kurz dazu schreiben, an wen die Frage sich richtet, dann haben wir es einfacher, das Ganze zuzuordnen. Ich würde vorschlagen, ich übergebe an dieser Stelle an Thomas Welter, der uns einmal in das Thema Urban Living einleiten wird und unsere beiden Referenten heute Abend vorstellen wird. Liebe Diane, liebe Wiebke, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Welter. Ich habe das Vergnügen, als Bundesgeschäftsführer des Bundes Deutscher Architekten in Berlin arbeiten zu dürfen. Ich bin zwar kein Architekt von der Ausbildung her, habe aber eine große Affinität eurem Berufsstand, lieber Stefan, lieber Eike, gegenüber. Urban Living ist das Thema. Urban Living ist natürlich ein Thema, da könnten wir jetzt eine einwöchige Seminarreihe dazu machen, selbstverständlich. Aber wichtig ist, Wohnen ist eine der ursprünglichsten Aufgaben der Architektur und eine Aufgabe, die Architektinnen und Architekten natürlich schon seit geraumer Zeit machen. Wohnen ist aber mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Wohnen ist essentiell für Menschen und Wohnen ist auch eine Grundbedingung dafür, dass Menschen friedlich zusammenleben. Unsere Gesellschaften sind heterogen geworden, sie sind ethisch und kulturell stark differenziert geworden und dementsprechend ist die Aufgabe, Wohnraum zu schaffen, natürlich nicht mehr so uniform, wie es vielleicht früher mal einmal war. Sich zu Hause fühlen, zu wohnen, endet aber auch nicht an der Wohnungstür. Deswegen ist Urban Living natürlich mehr als nur ein Gebäude zu errichten. Es geht darum, funktionsdurchgemischte, gut gestaltete Quartiere und Nachbarschaften zu generieren und probieren, einen sozialen Austausch zu schaffen. Dabei gibt es zwei so Rahmenbedingungen, die natürlich die Produktion von guten Wohnungen erschweren. Das eine ist, dass wir natürlich probieren müssen, Wohnungen zu bezahlbaren Preisen, sie müssen leistbar sein, zu generieren. Und das, obwohl wir einerseits die Anforderungen an das Planen und Bauen immer weiter erhöhen, unsere Standards immer weiter erhöhen und umgekehrt natürlich Bauland gerade in urbanen Gegenden immer teurer wird, auch teilweise durch die öffentliche Hand verschuldet, indem sie teilweise sehr häufig Baugrund zu Höchstpreisen verkauft hat. Ein weiterer Aspekt ist, das darf man nicht vergessen, Corona-Erfahrung hin oder her, ein weiterer Aspekt ist, dass wir natürlich an die Grenzen unseres materiellen Ressourcenverbrauchs kommen. Und dass wir uns immer mehr die Frage stellen müssen, wie können wir aus dem Bestehenden, aus dem Bestand etwas Gutes machen, auch im Bereich des Wohnens. Wie können wir Häuser, Wohnungen, Wohnanlage, Quartiere weiterentwickeln? Wie können wir da qualitätvolle Flächen schaffen zu bezahlbaren Preisen? Und nicht zuletzt ist natürlich Corona ein Weckruf gewesen. Die Menschen, die das Privileg hatten, in einem angenehmen Quartier zu wohnen, in einer Wohnung sich aufhalten zu können mit einer guten Qualität, wo die Familie sich vertragen hat, wo Arbeiten und Homeschooling möglich waren, die waren gesegnet. Die Familien, die dann auch noch oder Menschen dann auch die Möglichkeit hatten, einen vernünftigen öffentlichen Raum vorzufinden mit öffentlichen und halböffentlichen Plätzen, wo ein gewisses Maß an Begegnung auch möglich war, die waren sozusagen sind gut durch die Krise gekommen. Diejenigen, die das nicht hatten, für die war es schwerer. So dass meines Erachtens die Lehren aus Corona ganz klar sind, wir brauchen ein deutliches stärkeres Plädoyer für die Qualität des öffentlichen Raums, des halböffentlichen Raums und auch natürlich im Bereich des Wohnens, des privaten Raums. Insofern freue ich mich, zwei Kollegen hier begrüßen zu dürfen, die im Bereich des Wohnens in ihrem Leben schon sehr viel gemacht haben und die uns einfach ein bisschen Einblick in ihr Werk geben wollen. Wir dürfen anfangen mit dir, lieber Eike Becker. Eike, du hast in Aachen studiert und dann aber auch in Paris noch eine Zeit draufgesetzt, sowie in Stuttgart.
Du warst eine Zeit lang in London in verschiedenen Büros tätig, aber das Büro, dein erstes Büro, Becker Gebers Kühn und Kühn, gab es schon seit 1991 und das Büro, das du jetzt führst, hast du 1999 gegründet. Du bist aber nicht nur Architekt, sondern du bist auch in der Kunst engagiert. Du warst 6 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Kunstwerke Institute of Contemporary Art in Berlin. Und du bist in der Immobilienwirtschaft engagiert. Du engagierst dich im Innovation Think Tank des CIA, des Zentralen Immobilienausschusses. Und auf deiner Internetseite fand ich recht aktuell einen Podcast: Wir brauchen eine menschengerechte Stadt, warum die Immobilienwirtschaft jetzt umdenken muss. Auch ein bisschen geprägt durch die Erfahrung der letzten Monate. Was ich ganz schön finde, ist, auf deiner Internetseite habe ich ein Zitat gefunden unter Was uns antreibt, also eine Selbstdarstellung eures Büros. Und da steht: Wir leben in einer Welt immer vielfältigerer Ansprüche und immer spezifischen Wissens, dominiert von der Überlagerung von Dingen, der Interferenz. Die Steigerung dieser Erfahrung und Erkenntnis wird von uns mit dem Begriff der Superferenz auf eine neue Ebene gebracht und zu unserer architektonischen Strategie und Entwurfsmethode. Jetzt bin ich mal gespannt nach diesem Intro, was du uns präsentieren wirst. Du hast das Wort. Danke, lieber Thomas. Ich bringe mal meine Präsentation hier nach oben. Könnt ihr die sehen? Ist die erkennbar? Ja. Ja. Okay. Ja. Einmal Fullscreen und dann schalten wir uns aus und übergeben dir einmal die komplette Bühne. Wunderbar. Als Architekten sind wir ja letztendlich ein Stück weit auch Gestalter unserer Welt. Und wenn wir uns umschauen, dann kann man bis zum Horizont schauen und alles ist eigentlich gebaut. Alles ist in gewisser Weise geplant und von Architekten, von Stadtplanern, von Ingenieuren gestaltet. Deshalb müssen wir uns auch mit Fragen beschäftigen, die ja vielleicht keine ingenieurtechnischen Fragen sind, sondern die gesellschaftliche Fragen sind. Denn wir sind als Architekten genau an der Schnittstelle eigentlich, wenn man so möchte, eigentlich auf diesem großen Marktplatz, auf dem sich viele Wege kreuzen. Und wir verstehen ein bisschen was von verschiedenen Themen. Umso besser, umso wichtiger wäre es, auch wenn wir unsere Verantwortung annehmen würden und wenn wir auch tatsächlich diese Diskussionen stärker moderieren würden und stärker einbringen würden. Verdichtung ist so ein großes Thema. Mir ist schon seit Jahren aufgefallen, dass wir gar nicht nach Asien gucken müssen, wie das jetzt hier so ein Beispiel ist, Hongkong, sondern wir müssen, können auch in andere Städte Europas gucken und werden feststellen, dass die zum großen Teil viel dichter gestaltet sind. Und die Städte in Deutschland werden in der Tendenz etwas zu kurzfristig, zu klein und zu zaghaft gedacht. Können wir einmal bitte auf den Fullscreen umwandeln, dass wir einmal den vollen Modus haben? Die Anzeige auf Vollbild. Vielen Dank. Okay, das heißt, wir müssen uns noch stärker Gedanken darüber machen, wie denn eigentlich nicht nur öffentliche Plätze, Straßen, Häuser, Quartiere entstehen, sondern wir müssen auch stärker die Frage stellen, wie können denn Nachbarschaften entstehen? Wie kann es denn von uns gefördert werden, dass tatsächlich Menschen zusammenkommen und ihr Leben gemeinsam anpacken? Wie kann Architektur das fördern? Es geht auch in sich als großes Ziel darum, tatsächlich Lebensqualität für viele zu erhöhen, möglicherweise sogar Lebensqualität für alle. Denn wir wollen, dass die Gesellschaft ja in gewisser Weise durchmischt bleibt, also offen bleibt auch tatsächlich. Dafür müssen wir die entsprechenden Räume zur Verfügung stellen, die dann eben auch in der Lage sind, diese Lebendigkeit und diese Urbanität zu bieten, die wir meistens suchen. Das, was wir jetzt gerade in dieser Corona-Zeit erlebt haben, ist, dass die Digitalisierung unser Leben ja relativ schnell verändern kann. Die meisten Architekten werden das erlebt haben. Die Umstellung von Büroarbeit zu Homeoffice ging ganz schnell. In der Regel waren das wenige Stunden oder Tage.
in denen auf einmal alle von zu Hause aus arbeiten konnten. Das hat kaum jemand für möglich gehalten, als das vorher war. Die Digitalisierung wird uns also einerseits helfen und andererseits müssen wir aber auch genau schauen, was ist uns nützlich bei der Schaffung einer menschengerechten Welt und was schadet vielleicht genau diesem Ziel. Und dann müssen wir da entsprechend gegensteuern. Das, was wir immer weiter sehen, ist diese Individualisierung auch tatsächlich. Wir wollen eigentlich wegkommen, gerne von dem vorgeschriebenen Lebensweg. Anderen gute Ratschläge geben, wie sie sich zu verhalten haben, ist heute nicht mehr passend. Wir sollten möglichst gut darauf reagieren können, dass Menschen sich selbst entscheiden, wie sie leben wollen und welche Vorstellungen sie weiter verfolgen wollen. Denn Städte sind über kurz oder lang Abbilder ihrer Gesellschaften. Und da können wir immer wieder dann auch Fragen stellen, ja, ist denn die Gesellschaft tatsächlich solidarisch gegenüber Andersdenkenden oder möglicherweise gegenüber denen, die keine Leistungsträger sind oder gegenüber denen, die nicht Spitzenverdiener sind oder denen, die einfach bereits schon da sind, gefühlt immer da gewesen sind oder diejenigen, die kommen. Die Stadt oder die Stadtutopie, wie ich sie mir vorstelle und für die ich auch arbeite, ist die offene Stadt und ist die demokratische Stadt. Und die braucht eine Zivilgesellschaft, die braucht auch innovative Unternehmen und die braucht vor allem neugierige Menschen, die mit Toleranz für Andersdenkende die Plätze nicht nur nutzen, um im Café zu sitzen und Latte Macchiato zu trinken, sondern die dann eben auch sich einsetzen für ihre politischen Überzeugungen. Wir müssen sehen als Architekten, dass wir Orte schaffen für eine inklusive Gesellschaft, also für eine Gesellschaft, die nicht zumacht und ausschließt, sondern die offen bleibt, gelenkig bleibt auch tatsächlich, auch offen bleibt für unterschiedliche Gruppen, für unterschiedliche Ideen und für unterschiedliche Menschen. Wenn wir noch vor vielleicht ein paar Jahren gedacht haben, hey, wir als liberale, tolerante, offene, demokratische Gesellschaft, wir haben es geschaffen, ja, alle Länder sind Demokratien, dann müssen wir heute feststellen, dass das sicherlich nicht so ist. Das ist vielleicht aber auch sogar eine ganz gute Position, denn natürlich müssen wir uns auch als Architekten einsetzen für das, was unsere Überzeugung ist, müssen uns einbringen und das ist auch notwendig auf der politischen Ebene. Denn die Situationen können sich sehr schnell verändern durch eine Pandemie, aber auch durch die Veränderung von politischen Mehrheiten. Und es geht darum, dann eben auch für uns als Architekten uns einzubringen und auf der politischen Ebene Gehör zu verschaffen. Das, was wir in Deutschland eigentlich geradezu in erstaunlicher Weise in den letzten Jahren hinbekommen haben, ist, dass wir noch ziemlich, ja, ich möchte sagen, leistungsstarke öffentliche Institutionen haben. Und das klingt fast missverständlich, wenn man sich abmüht, eine Baugenehmigung zu bekommen oder einen Bebauungsplan durchzubekommen, der manchmal Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte braucht. Trotzdem müssen wir uns ja auch vergleichen mit anderen Ländern. Und da sehen wir, dass eben diese Systematik mit den Oberbaudirektoren, Senatsbaudirektorinnen und Oberbaudirektoren ein ganz gutes System ist, was dafür gesorgt hat, dass wieder Macht zurück an die öffentliche Hand gegangen ist in den letzten Jahren, weg von den privaten Investoren. Klaus Humpert sagt, wenn die Städte in Ordnung sind, ist auch die Gesellschaft in Ordnung. Also es gibt da eine ganz starke Relation. Thomas, du hast gerade eben schon das Thema Superferenz erwähnt. Mir ist klar geworden, dass wenn man nur dieses Bündel, was ich jetzt gerade eben angesprochen habe, zusammennimmt, dann wird man feststellen, dass da so viele unterschiedliche Anforderungen auf einmal auf uns als Architekten hereinprasseln. Und ein ehrliches, ein gutes Gebäude, einfach ein gutes Einfamilienhaus hinzustellen, erfordert schon eine Menge Anstrengung und ein Riesenengagement. Also jetzt kommen noch so viele andere gesellschaftliche Themen dazu. Es kommen aber auch ingenieurtechnische Themen dazu. Wir wissen mittlerweile so viel mehr über eigentlich gutes Leben, über gutes Bauen auch tatsächlich, dass wir eben es immer mit einer Konkurrenz zu tun haben zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen, den Normen, Regeln, Werten. Und deshalb, denke ich, sind wir nicht mehr in interferenten Zeiten. Also das heißt, in Zeiten, in denen es zu Interferenzen kommt zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen, sondern
Eigentlich leben wir in einer Zeit, in der nicht mehr nur wenige Wassertropfen auf eine Wasseroberfläche fallen und dann ästhetische Kreise erzeugen, ruhig, kontemplativ geradezu, sondern wir sind in so einer Art Monsun. Das heißt, ganz viele Wassertropfen fallen auf die Wasseroberfläche als Bild und erzeugen eine völlig andere Erscheinung. Aber in genau dieser anderen Welt, in der es plitscht und platscht und in der es schwierig ist, auszusortieren und Hierarchien zu setzen, leben wir zurzeit. Und wenn wir erfolgreich sein wollen in der Welt, in der wir unterwegs sind, dann müssen wir uns auseinandersetzen mit den Gesetzen, mit den Bedingungen unserer Zeit und müssen sehen, dass wir Strategien entwickeln, die dafür entsprechend sind. Ich habe hier den, kaum jemand kennt den wahrscheinlich noch, 50 Cent, das ist ein Rapper aus Amerika und der steht für mich in meiner Präsentation hier nicht für einen wohlgebauten Oberkörper, sondern für das amerikanische Modell, also sozusagen eigentlich unsere Form des Energieverbrauchs. Das ist immer noch Gestalt und vorbildgebend für die meisten anderen Menschen auf dieser Erde, zum Beispiel auch für diese Kids hier in Afrika. Und wir müssen uns Gedanken machen darüber tatsächlich, wie wir möglichst schnell in der Lage sind, unseren Lebenswandel umzustellen und möglichst schnell klimaneutrale Städte zu schaffen. Da ist gerade Deutschland ziemlich weit hinten dran. Kopenhagen möchte in 5 Jahren die erste Hauptstadt sein, die klimaneutral ist. Amsterdam in 10 Jahren. München hat jetzt sich einen Ruck gegeben und möchte es in 2035 schaffen. Aber wie die das machen wollen, hat noch keiner eine Idee. Wohnen ist was unheimlich Persönliches. Das ist etwas, was jeden Einzelnen angeht, weil er es erlebt auch tatsächlich. Ja. Deshalb ist es auch immer eine persönliche Frage, wie wir an die neuen Projekte herangehen. Und das, was ich sehr wichtig finde, ist, wir müssen uns beschäftigen mit den Nachbarschaften. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie eigentlich soziale Strukturen entstehen, wie Menschen tatsächlich geholfen werden kann, gut zusammenzukommen, zusammenzuleben. Ich habe hier ein Projekt, das ich gerne vorstellen möchte in Berlin. Es ist ein kleines Quartier. Man kann es hier sehen, es sind etwa, ich glaube, 17 Häuser insgesamt. Hier ist die Chausseestraße. Es entwickelt sich tiefer in das Grundstück hinein. Es gibt hier eine kleine Kapelle und einen Kirchhof mit Mietwohnungen in dem vorderen Bereich und dann Eigentumswohnungen im hinteren Bereich. Und dann eben auch Räumen, die dann eben die unterschiedlichen Nachbarschaften auch tatsächlich miteinander verbinden. Wir haben gesehen, dass wir eine relativ vielfältige Architektursprache dorthin bekommen und haben es ziemlich wichtig erachtet, dass auch tatsächlich dann Menschen zusammenkommen. Es sind jetzt noch so frühe Aufnahmen, also die Landschaft hat sich sehr gut entwickelt und auch die Trennung von, wenn man so möchte, privateren Bereichen zu eben diesen öffentlichen Bereichen hat sich eigentlich letztendlich gut bewahrheitet und es hat sich gut umsetzen können. Hier können wir das nochmal sehen. Also es ging uns auch darum, möglichst viel Natur an eine Stelle zu bringen und in der Nachbarschaft zu geben, die in der Innenstadt wohnen, also direkt in Berlin-Mitte. Wir haben auch einige Projekte gemacht, die dann eben einfach nur so Baulücken gewesen sind, eigentlich ein freies Grundstück. In Berlin gab es das noch eigentlich relativ häufig in einer Zeit, also ein einfaches Wohngebäude, dann eben auch so eine Art Regalstruktur, dann eben, die dann einfach die Stadt auch wieder heilt. Wenn wir also in einer Gesellschaft leben, in der eben die Menschen individualistischer werden, dann können wir sicherlich auch vertragen, dass halt unterschiedliche Architekturen direkt nebeneinander stehen. In meinen Augen führt das nicht zu einer Zerstörung von Harmonie und Homogenität, sondern es führt zu einer Bereicherung der Stadt und des städtischen Kontextes. Im hinteren Bereich gibt es noch so ein Hofhaus. Wir haben uns auch viel mit Altbausanierungen beschäftigt. Also hier ging es um ein Haus, was eben kriegszerstört war. Auch tatsächlich die obere Etage war quasi völlig weggebombt und der Dachstuhl war ausgebrannt. Und wir konnten da rangehen und ein Gebäude sozusagen erstmal wieder restaurieren.
in seiner ursprünglichen Form, jedenfalls im Wesentlichen, was davon erhalten war, der ganze Stuck und so weiter, der war nicht mehr da, konnte auch nicht rekonstruiert werden, wollten wir auch nicht, und haben dann eben darauf ein zeitgenössisches Dach gesetzt. Die Eingänge, ja, letztendlich wieder etwas zum Leben gebracht. Ein ganz besonderes Projekt, hier kann man es am Grundriss sehen, ist für uns das Projekt am Zirkus in der Nähe von der Friedrichstraße errichtet. Am Zirkus ist ein Platz direkt neben dem Berliner Ensemble und ist eine gemischte Immobilie, die an einer Stelle entstanden ist, an der zuvor eine große Markthalle war, dann ein riesengroßes Theater. Wir haben Büronutzungen, Wohnnutzungen und Hotelnutzungen miteinander verbunden. Dabei haben wir diese Rahmen entwickelt, die dann eben auch diese Horizontalität ganz gut strukturieren und eine Form, die aus dem Städtebau heraus entwickelt worden ist, bevor wir überhaupt mit dem Projekt angefangen haben, so eine Art Vorhangstruktur, dann eben auch, die man hier sehen kann, also gedruckte Glaspaneele, die dann dem Gebäude auch auf den zweiten und dritten Blick nochmal wieder zusätzliche Informationen verleihen. Wir kommen jetzt immer häufiger zu Quartiersentwicklungen. Hier kann man das sehen an der Oberhavel in Berlin, direkt an der Grenze zu Spandau. Es geht also hier um ein großes Quartier, insgesamt um ein Quartier für 2500 Bewohner. Eine städtische Gesellschaft, landeseigene Entwicklungsgesellschaft, auch tatsächlich diese Grundstücke beeignet bekommen hat. Es gibt so kleinere Hochhäuser, zwei kleinere Hochpunkte, auch tatsächlich einen direkten Zugang zum Wasser, so eine Art Villenstruktur. Der Städtebau ist eben im Wesentlichen auch schon festgelegt gewesen, bevor wir eben diese Projekt übernommen haben. Man kann das ganz schön sehen, also dass auch da Sozialräume entstehen. Es kommt auch zu einem Platz, an dem Menschen auch tatsächlich zusammenkommen. Wir hätten uns gewünscht, dass die Durchmischung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen noch stärker dann realisierbar ist, also Baugruppen und Sozialwohnungen und möglicherweise dann für Familien geeignetere Wohnungen, auch möglicherweise Eigentumswohnungen. Das lässt sich durch die Eigentumsstruktur so nicht umsetzen, aber ja, es ist halt auch sehr schwierig, Projekte erfolgreich tatsächlich so zu realisieren, dass diesen vielfältigen Ansprüchen auch tatsächlich zur Realität verholfen werden kann. Gibt es das höhere Hochhaus? Das Projekt ist mittlerweile auf der Baustelle schon und befindet sich jetzt in der Realisierung. Hier sieht man nochmal diesen Platz, auch eine Anlegestelle für die Weiße Flotte. Öffentliche Räume, die dann eben auch nicht nur für die, die da wohnen, sondern auch für die gesamte Nachbarschaft zur Verfügung stehen. Das, was uns häufiger jetzt auf den Schreibtisch kommt, ist auch eine Konversion eigentlich. Hier haben wir es mit einem Projekt in Offenbach zu tun. Man kann hier die Frankfurter Skyline sehen und die Europäische Zentralbank auch tatsächlich. Und es geht hier um diese Hochhäuser, die schon bestehen tatsächlich, die dann ergänzt werden, wiederum um weitere Gebäude, Wohnen und Arbeiten in einer Mischung. Ein großes städtebauliches Projekt. Wir sind jetzt gerade dabei, weitere Bauanträge einzureichen. Also dieses Bürogebäude, das ursprünglich mal von Siemens als eine Hauptverwaltung verwendet worden ist, war schon längst leergezogen, stand quasi als Ruine da, wird jetzt umgenutzt zu Wohnungen, wird dann nochmal ergänzt durch Neubauwohnungen, auch tatsächlich in unterschiedlichen Richtungen. Und ergänzt dann auch wieder durch neue Bürogebäude, die dann eben auch den Anforderungen entsprechen. Hier noch das Projekt, was ich als letztes zeigen möchte. Es ist ein genossenschaftlicher Wohnungsbau in der Gropiusstadt in Berlin. Dabei geht es um ein Grundstück, was eigentlich gar nicht vorhanden war. Da stand eine Hochgarage drauf und die Genossenschaft selber hatte dieses gesamte Quartier schon in Anfang der 70er Jahre realisiert. Und dann konnten wir einen Wettbewerb gewinnen. Die Garage wurde abgerissen und das Projekt befindet sich jetzt auf der Baustelle, jetzt etwa in der 10. Etage, was jetzt das Hochhaus angeht. Wir suchen nach einem stadtverträglichen Hochhaus, hier Wohnhochhaus, für Genossen.
Also in Berlin gibt es diese ganz großen historischen Genossenschaften. Diese Genossenschaft, der Beamtenwohnungsverein, hat etwa 7.000 Wohnungen insgesamt. Die haben viele Jahre dann überhaupt gar nicht mehr gebaut. Jetzt haben sie wieder angefangen, auf eigenen Flächen zu bauen, zu realisieren. Hier an der Stelle geht es also um ein stadtverträgliches Hochhaus mit zwei Pavillons. Hier sieht man den einen Pavillon noch, die dann auch öffentliche Nutzungen bekommen im Erdgeschoss. Es wird einen Kümmerer geben, der sich dann eben auch um die Belange der Nachbarschaft kümmert, nicht nur Pakete annimmt, sondern auch versucht, die Nachbarschaft zu stärken, gemeinschaftsbildende Aktionen zu unterstützen. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, es gibt auch einen Communal Space, wenn man so möchte, einen Raum, in dem sich die Nachbarn treffen können. Die Außenanlagen werden komplett überarbeitet, denn diejenigen, die dann damals auf den Rasenflächen und auf diesem kleinen Sandspielplatz unterwegs gewesen sind, als dieses Quartier erst bezogen wurde, die sind schon längst aus den kurzen Hosen herausgewachsen deshalb müssen die öffentlichen Flächen anders genutzt werden, besser, intensiver genutzt werden, für unterschiedliche Altersgruppen eben auch Angebote bieten. Also wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen darf, das, worum es mir im Wesentlichen geht, ist, unsere Städte denken sich ein Stück weit zu kurzfristig, denken sich zu klein, zu niedrig, zu wenig dicht auch tatsächlich und letztendlich zu zaghaft. Wir müssen Utopien entwickeln für unsere Städte. Ich denke, die soziale Stadt oder die menschengerechte Stadt ist eine Utopie, die noch bei weitem nicht erreicht ist. Dazu zählt beispielsweise auch die Mobilität. Also wir sollten die Mobilität anpacken, die autofreien Städte intensiver verfolgen. Da sind viele andere Städte schon Vorbild, die da deutlich weitergekommen sind als deutsche Städte. Und wir müssen ambitionierter sein, was die Klimaneutralität angeht. Denn wenn wir das Ziel haben, dass die Städte, an denen wir arbeiten, auch eine Heimat bieten für die vielen, die schon da sind und die, die noch kommen wollen, dann muss das auch gelten für die nächste und übernächste Generation. Und deshalb lohnt es sich, viel Energie reinzustecken, um unsere Städte klimaneutral umzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass da möglicherweise Fragen aufgetaucht sind. Ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank. Lieber Thomas, bist du bei uns? Hallo? Ja. Ja, bin ich wieder da? Du bist wieder da. Ja, Thomas. Wunderbar, wunderbar. Vielen Dank, liebe Eike. Am Anfang deines Vortrags hast du ja auf die vielen Facetten, die man heutzutage bei der Immobilienentwicklung mit berücksichtigen muss, und diese Facetten sind ja überproportional Facetten, die über das Gebäude hinausgehen. Ich hatte bei deiner Einführung, also deiner Vorstellung gesagt, dass du dich ja in der Immobilienwirtschaft engagierst im Sinne von Qualität. Und du sprichst ja auch mit vielen Personen, die bei größeren Unternehmen Investitionsentscheidungen treffen. Sind sie eigentlich, wenn du dann über Räume sprichst, über ein Miteinander sprichst, Solidarität, Inklusion, also alles Aspekte, die Quartiere halt auch erreichen müssen, sind sie eigentlich offen gegenüber solchen Fragen oder schauen sie sich verständnislos an? Nein, wir leben ja in einer Gesellschaft, die in sich schon sehr neugierig ist. Natürlich leben wir auch in einer Gesellschaft, in der es eigene Interessen gibt, die kommen aufeinander, aber wir sind in der Lage, auch tatsächlich uns zuzuhören. Und gerade in der Immobilienwirtschaft haben wir es natürlich schon mit einem steinigeren, holzigeren Umfeld zu tun. Da sind wir untereinander als Architekten sehr schnell in einem gemeinschaftlichen Territorium. Das ist da nicht immer der Fall. Aber auch die Immobilienwirtschaft sieht, dass sie was tun muss. Insbesondere diese Diskussion mit dem Mietendeckel, die öffentliche Meinung, die da insbesondere den Wohnungsbauern, aber der Immobilienwirtschaft als Ganzes entgegenschlägt, die beeindruckt schon auch.
Da gibt es einige, die denken, das wäre mit einer Image-Kampagne schon wieder zu lösen. Der Auffassung bin ich nicht. Die Immobilienwirtschaft ist per se über die letzten Jahre doch eher humorlos gewesen und würde wahrscheinlich eine gute Image-Kampagne überhaupt nicht mit der entsprechenden Selbstironie zustande bringen. Aber es gibt schon einige Kreise, die eben auch auf den unterschiedlichen Ebenen darüber diskutieren, ob nicht die Immobilienbranche auch einen höheren Anspruch, eine höhere Messlatte an sich selbst legen muss. Denn die Immobilienwirtschaft ist ja letztendlich nicht nur irgendwie eine Wirtschaft, sondern sie schafft Lebensräume und hat damit eine enorme Verantwortung. Dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist ein lohnenswertes Ziel, um sich dafür einzusetzen, dafür zu kämpfen. Vielen Dank. Ein anderer Aspekt ist, dass wir ja jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren sehr stark in den Wohnungsneubau gegangen sind, weil wir gerade in den Ballungsgebieten ja eine deutlich höhere Nachfrage als Angebot hatten. Durch Corona ist dann auch sozusagen dieses, wie wohnen wir, sehr, sehr stark nochmal in den Vordergrund getreten. Ein bisschen ist verloren gegangen die Perspektive, dass wir ja eigentlich in einer Erdphase sind, wo wir sagen müssen, wie kommen wir mit deutlich weniger Ressourcen aus? Also wie schaffen wir es, durch die Weiterentwicklung des Bestandes, unsere Städte zu qualifizieren und für gute Wohnbedingungen zu sorgen? Wenn wir uns einerseits anschauen, wie stark die Anforderungen wachsen und andererseits müssen wir irgendwie schaffen, mit dem Bestand zu Rande zu kommen, wir können nicht mehr so viel abreißen und die graue Energie wegwerfen. Geht das überhaupt zusammen, durch Bestandsweiterentwicklung gute Wohnquartiere zu generieren? Also zunächst einmal müssen wir Abstand nehmen von den Außenentwicklungen, das ist klar. Wir müssen sehen, dass wir eben die Infrastruktur nutzen, die wir möglichst schon haben, auch vielleicht die etwas ertüchtigen, stärken, umbauen. Öffentliche Räume müssen umgebaut werden, natürlich, um den gesteigerten Ansprüchen dann gerecht zu werden. Natürlich muss man um jedes Gebäude, was da schon steht, kämpfen. Aber wenn wir uns die Städte mal in die Perspektive von, sagen wir mal, 100, 200 Jahren voraus vorstellen, und ich schaue jetzt hier mal über die Skyline von Berlin, dann wird das da komplett anders aussehen. Aller Voraussicht nach wird dann die Berliner Innenstadt mindestens doppelt so dicht sein, ja, nicht dreimal oder viermal so dicht sein, wenn sie eben versucht auch weiterhin klimaneutral, ökologisch sinnvoll zu sein und wenn sie auch immer noch das Ziel hat, Menschen zusammenzubringen. Also ich erwarte da eine große Verdichtung, eine Überarbeitung letztendlich des gesamten städtischen Kontextes. Wo wir eben auch Substanz erhalten können, müssen wir es natürlich tun. Ja, aber die Aufgabe ist schon umfangreicher, als wir uns das jetzt vorstellen, den Dachausbau. Du erwartest eine höhere Verdichtung. Der Platz muss ja irgendwo herkommen. Und wenn man sich zum Beispiel das Podcast anhört, das du gegeben hast, oder Artikel liest, die du geschrieben hast, dann bist du der Meinung, dass wir unsere Städte deutlich anders verkehrsmäßig konzeptionieren müssen. Deutlich weniger Verkehr, deutlich weniger ruhender Verkehr und damit mehr Platz für uns Menschen und auch Platz, um zu leben. Glaubst du, dass wir das schaffen? Autofreie oder autoarme Städte? Wenn wir jetzt die Corona-Maßnahmen uns vergegenwärtigen, also wie mutig die Politik da ins Rad der Geschichte einzugreifen vermag, selbst in demokratischen, pluralistischen Gesellschaften, dann ist eine autofreie Innenstadt gar nicht weit. Man hat das jetzt gesehen mit den Radfahrwegen, die dann da schon mal einfach so auf den Asphalt gemalt worden sind. Also ich denke, dass das extrem leicht ginge. Tatsächlich, die Berliner Innenstadt beispielsweise, und wenn ich da nur mal den S-Bahnring nehme, das ist etwa ein Zehntel des Stadtgebietes, aber etwa ein Drittel oder gut 1 Million Menschen leben innerhalb dieses S-Bahnringes. Und der ist innerhalb von 45 Minuten von der einen Ende bis zum anderen Ende mit dem Fahrrad zu durchfahren. Dann sind das keine unüberwindlichen Entfernungen. Sind viel dichter zusammen, als wir es eigentlich uns vorstellen. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, als auf einmal der Straßenverkehr plötzlich verschwand, Corona-bedingt, dass die Stadt sich ganz anders anfühlen kann. Das sollten wir wirklich nutzen, um uns zu überlegen, wie wir den Verkehr anders organisieren zu können. Vielen Dank, lieber Eike. Jetzt möchte ich ganz gerne zu Stefan Foster kommen. Ich denke,
du wirst jetzt uns zugeschaltet, lieber Eike, du wirst bei uns bleiben und Stefan wird uns jetzt zugeschaltet. Stefan, ich stelle dich schon mal vor, du hast in Berlin an der TU studiert und dann noch ein Auslandssemester in Venedig drangehangen. Dann warst du bei Langhoff in Berlin und später bei Kula in Mannheim. Du warst auch in der Lehre tätig. Du warst nämlich Assistent an der TH Darmstadt am Lehrstuhl Wohnungsbau. Und dein Büro gibt es schon seit 1989. Das ist schon ordentliche Zeit. Du bist zwar umfirmiert 2012 zu einer GmbH und bist da Geschäftsführer der Gesellschaft, aber Stefan Forster Architekten gibt es schon sehr, sehr lange. Der Schwerpunkt eurer Arbeit liegt auf dem städtischen Wohnen. Und auch bei dir habe ich auf der Internetseite ein bisschen rumgesurft und habe über die Bürosphilosophie Architektur für den Lebensraum Stadt auch ein Zitat. Da schreibt ihr: Der sowohl inhaltliche als auch formale Bezugsrahmen unserer Architektur ist die fortzuentwickelnde Tradition der europäischen Stadt. Architektur ist nur dann nachhaltig, wenn sie einen Beitrag zur Wiedergewinnung des urbanen Lebensraums leistet. Dem Wohnungsbau, der entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität hat, fällt hierbei für alle sozialen Schichten eine Schlüsselrolle zu. Unsere Architektur ist deshalb nutzerorientiert und lotet in Abhängigkeit von Ort und Geschichte die Grenzen zwischen Individuum, Hausgemeinschaft und Stadtgesellschaft stets neu aus. Mit diesem Zitat von eurer Internetseite freue ich mich auf deinen Vortrag. Ganz herzlichen Dank für die wunderbare Einführung. Das hast du ja sehr schön gesagt. Ich werde das ein bisschen kürzer machen, weil wir haben, glaube ich, ein bisschen Zeit verloren. Nächstes Bild. Also wenn wir über urbanen Raum reden, dann ist es eigentlich dieses Bild, was für uns das Leitbild ist. Ist ein Gebäude von uns, ist fast 20 Jahre alt. Und es verdeutlicht eigentlich alles, was wir damit verbinden. Das heißt, es gibt die bestimmte Gleichzeitigkeit des privaten Raumes im hinteren Bereich der Wohnungen mit einer in sich Privatheit, die im Gebäude bleibt. Und gleichzeitig davor gibt es den öffentlichen Raum, den Verkehr. Und im Erdgeschoss gibt es die Läden. Und das ist eigentlich das für uns das Leitbild, wie Gebäude in der Stadt sich verhalten sollten in dem Verhältnis öffentlich und privat. Da wir jetzt schon mal hier sind und da es ja so ist, wenn man irgendwo hinkommt, und das ist ja bei Stefan Raab und bei Kurt Krömer auch so, hat man nicht immer was dabei. Das ist bei uns natürlich unser neues Buch. Da ist ja, jetzt müsste es eigentlich irgendwie weitergehen. Warum das nicht weitergeht, weiß ich jetzt nicht. Verdammt, ist es hängen geblieben? Oh, shit. Ihr seht das erste Bild noch, oder? Ja. Ich weiß nicht, warum es jetzt hier nicht weitergeht. Och nee. Geh mal auf Kleinbild. Auf Miniatur oder so. Oh shit. Während du vielleicht jemand hast, der bei dir Technik generiert, kannst du mir erstmal ohne Bild etwas zu dem Buch sagen. Das würde mich jetzt interessieren. Ja. Was für ein Buch habt ihr herausgegeben? Das Buch haben wir gerade rausgegeben. Ich habe es dir geschickt. Das müsstest du schon haben. Hier ist es. Hast du schon durchgelesen, vermutlich, oder? Aber selbstverständlich, heute Nacht. Also es zeigt eben 30 Jahre unseres Büros, und zwar die ausgewählte Gebäude. Und da ist ein bisschen auch das vielleicht zu sehen, was wir unter Qualität uns vorstellen bei Wohngebäuden und wie die bei uns auszusehen haben. Es ist auch natürlich auch der Versuch in der heutigen Zeit, wo alle Standards in Frage gestellt werden, wo es eigentlich nur noch um Quantität der Anzahl der Wohnungen, die einer macht, geht und nicht mehr um Qualität, so eine Art von Messlatte oder einen Nagel einzuschlagen, was wir unter Qualität im Wohnungsbau eigentlich verstehen, weil ich alles das, was wir propagieren, ist ja eigentlich ins Rutschen geraten und wird in Frage gestellt zugunsten dem billigen Wohnen oder die ganze Diskussion mit Standardabsenkungen und so weiter. Da haben wir ein großes Problem damit. Womit wir uns natürlich beschäftigen, ist, dass unser Alltag, der sieht ja eigentlich so aus, so sehen ja bundesweit unsere Neubaugebiete aus. Ob man nun das in München hat, in Frankfurt, in Hamburg, in Norddeutschland, egal, bundesweit ist das identisch. Das ist so eine Art von Bauhausstil. Die Art und Weise, wie es gebaut ist, wie das aussieht, ist immer gleich. Und entscheidend ist, dass das mit Urbanität natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Das ist jetzt zum Beispiel Europaviertel in Frankfurt, linke Seite. Und wir müssen konstatieren, dass wir eigentlich verlernt haben, wie Städte gebaut werden. Das nennt sich auch im Volksmund Stalinallee, also aber negativ konnotiert, nicht wie in Berlin etwa. Und das ist eigentlich das, was uns Architekten eigentlich in Verruf bringt und den Berufsstand eigentlich in Schwierigkeiten bringt. Und entscheidend ist ja im Wohnungsbau das Verhältnis des Privaten zum Öffentlichen.
Und das ist das, was wir eigentlich tagtäglich verhandeln müssen. Das ist auch der Alltag. Also hier sehen wir in dem Hof Privaträume, die ungeschützt rausgehen auf den Weg. Und bei uns heißt es also, dass wir im Grunde alte Stadtmodelle wieder entdecken, für uns entdecken und wieder bauen. Also rechte Seite zeigt eben diese Abgrenzung des öffentlichen Raumes von dem privaten Raum dahinter, weil Wohnen, Urbanität heißt zunächst mal auch den Rückzugsbereich, den privaten Raum des Menschen zum Funktionieren zu bekommen. Und das ist bei uns eigentlich immer eher das Cocooning, als das sich zur Schau stellen. Also wir haben ein ähnliches Beispiel auch hier, ein ganz bekanntes Büro. Also ich will jetzt den Namen natürlich nicht nennen, wo der Balkon direkt auf dem Boden hängt und dann der Ärmste hat sich da was davor gemacht. Das sind knapp 1,50 bis zu seinem Wohnzimmer. Das ist der Alltag, mit dem wir uns beschäftigen. Das ist hier das gleiche, Eingang in ein Gebäude, rechte Seite, direkt am Wohnzimmer vorbei. Und dann sieht man auch, wie der Ärmste sich da irgendwas hingebaut hat. Und das hat ja alles mit Wohnungsbau nichts zu tun. Das sind jetzt wieder Beispiele für uns, wo wir einfach diese klare Trennung festlegen und definieren. Und das ist auch zum Beispiel Europaallee. So sieht es da aus. Das ist ein Eingang in ein 7-geschossiges Gebäude. Das ist Alltag. Das ist auch Alltag. Kommt inzwischen zwar ein bisschen aufwendiger daher, aber Dach, was eigentlich zum Kino gehört, die Klinker sind da ausgespart, wo sie eigentlich sein sollten, nämlich da, wo das eigentlich am stärksten frequentiertes Gebäude und die Tür führt auch in ein 6-geschossiges Gebäude rein. Und das sieht bei uns einfach so aus, dass wir die Öffentlichkeit genau definieren, wo hört die auf, wo fängt die Halböffentlichkeit an, wo geht man ins Haus, wie ist das markiert. Und das ist eigentlich eine Frage von Handwerk, von Qualität, wo wir dem Menschen, der da vorbeikommt, das zurückgeben wollen und wie Gebäude erst überhaupt funktionieren. Also wo der Dialog zwischen dem privaten und dem öffentlichen Leben funktionieren kann. Das ist mein Lieblingsprojekt, weil das sieht man alles, was so im Leben zusammenkommt. Auf einmal, ja, auch ein Investor, der wo ich abgelehnt habe, mit ihm zu arbeiten, der hat dann abgelehnt, mit mir zu arbeiten, weil ich ihm dieses Projekt vorgehalten habe. Und dann hat er dann von inneren Werten gesprochen, die das hätte. Das geht innen genauso weiter wie außen. Das zu dem Thema Immobilienwirtschaft. Das ist aber das Elend, wenn man da mit offenen Augen durch die Stadt läuft, wird man ein bisschen krank. Oder das ist zum Beispiel klassisch, also das ist ein urbaner Raum in Frankfurt. Nebenan ist das Büro von Schneider Schumacher und Jo Franzke. Die Pizzeria ist zwar ganz gut, aber das ist öffentlicher Raum bei uns. Und wenn man jetzt vergleicht mit so einem Raum, da bin ich also früher 20 Jahre gesessen hier vorne in dem Lokal. Und da weiß man einfach, dass man da eben, da schmeckt der Kaffee eben besser. Und das hat was mit Lebensqualität zu tun. Und dafür sind wir als Architekten auch verantwortlich, das zu schaffen. Und daran arbeiten wir eigentlich. Das ist jetzt zum Beispiel das andere Thema. Wenn man so immer rumhört, dann heißt es, wir müssen dringend nach Wien, weil in Wien ja alles viel, viel besser ist. Sieht so ein bisschen aus wie die Architektur von Eike Becker, glaube ich, mit diesen Kisten. Das ist momentan so ein bisschen angesagt. In der Regel funktionieren die Gebäude so, man kommt in eine große Halle rein und schlüpft dann irgendwie in so ein Loch und kommt dann auf so einen kilometerlangen Laubengang raus. Und diese Gebäude haben überhaupt keinen Kontakt zum Umfeld. Also hier oben, rechts oben auch das Thema, wie kommt man da eigentlich aus dem Gebäude raus? Wie ist denn der Vorbereich? Wie ist die Differenzierung öffentlich-privat? Es sind nur Ego-Trips eigentlich, die keinen Kontakt aufnehmen mit der Stadt. Oder das kennen wir ja auch alle, sind für mich ja eigentlich alles Negativbeispiele von eigentlich Dingen, die nichts mit dem zu tun haben, was eigentlich der normale Mensch so will. Unser Anliegen ist eigentlich immer, wenn wir Wohnungsbau machen, dass es eine Akzeptanz findet bei der Bevölkerung. Ja, dass die Menschen, die da drin wohnen oder vorbeigehen, das gut finden. Das hat jetzt nichts mit Anbiederung zu tun, sondern es geht darum, dass wir einen Konsens herstellen mit dem, was die Menschen eigentlich so wollen. Und es geht um Vertrauen herzustellen. Und das geht nur mit vertrauten Formen, mit vertrauten Gebäuden. Ich zeige jetzt im Nachgang eigentlich nur drei Quartiere, an denen wir arbeiten. Das erste ist das Schwedler-Carré in Frankfurt. Da sind wir jetzt im zweiten und dritten Bauabschnitt. Das erste ist fertig. Ein riesiges Gelände, was früher mal ein Bahngelände war, das beginnt links mit rechts mit Parken, dann kommt ein Supermarkt, dann kommt ein Kindergarten, dann kommt Wohnen, dann kommt der erste BA Wohnen, da sind wir dabei gewesen mit den Kollegen Karl Dudler und Ordner und Ordner. Auch ein Beispiel,
was für mich entscheidend ist, dass man mit drei Büros in der engen Partnerschaft eigentlich ein Quartier entwickelt und dass man diese ganzen Ego-Trips von Architekten vielleicht mal überwinden. Im zweiten und dritten BA haben wir eine AGE, wo wir dann auch die Autorenschaft der einzelnen Büros aufgelöst haben. Das heißt, die sitzen bei uns im Büro, die drei Büros, von denen Mitarbeiter sitzen bei uns und arbeiten sehr friedlich und gemeinsam zusammen. Das heißt für mich auch ein Modell, wo man im gewissen Alter auch mal die ganzen Egoismen, was ist von mir und wer ist der tollste Architekt, eigentlich mal aufgeben kann. Geht nur mit ganz wenigen Kollegen, weil der Ego-Trip ist doch sehr stark verbreitet. Jedenfalls sehen wir hier, das ist das Rote, ist der erste BA. Und ich zeige jetzt nur so ein paar Bilder, wie das im Stadtraum rumsteht. Also jeder hat seine eigene Architektursprache. Ich will auch nicht darauf eingehen, wer da was gebaut hat. Das sieht man ja schon, die Unterschiede von der Architektursprache. Und da sieht man auch die Stadträume und man erkennt auch den Übergang von der Privatwohnung in diesen öffentlichen Raum. Da gibt es auch keinen Verkehr. Die Integration zum Beispiel von der Tiefgaragenentlüftung, ganz banales Thema, aber die ist in dieser Vormauerung drin und der Vorgarten ist auf das Hochparterre-Niveau angehoben, um eben der Erdgeschosswohnung eine höhere Qualität zu geben. Das sind nur so ein paar Themen, wie so Räume dann, Stadträume aussehen, wie wir uns sowas eigentlich idealerweise vorstellen. So, das ist jetzt im Innenhof, da haben wir völlig verzichtet, irgendwie die Gebäude verschieden zu machen. Da gibt es halt immer durchlaufend eine Loggia, da muss auch keine Feuerwehr rein, weil die dann in dieser Loggia-Systematik versteckt ist, die Wendeltreppe. Und damit gibt es diese Innenhöfe mit kleinen Privatgärten. Das geht dann weiter mit einem zweiten BA, ich zeige nochmal so ein paar Bildchen. Und da ist auch ein Hochhaus dabei. Insgesamt haben wir da eben die Mischung zwischen Gewerbe, öffentlich geförderten Wohnungsbau, ein Drittel in dem einen Karree, Mietwohnungen und teuren Eigentumswohnungen. Das heißt, in diesem Hochhaus kosten die Wohnungen schon auch 9.500 Euro. Zumindest war das vor Corona so. Ob sich das jetzt verkauft, weiß ich nicht genau. Und woran jetzt arbeiten ist, das ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannt, die Nachverdichtung der Platensiedlung. Das heißt, wie geht das jetzt zum Laufen? Da drauf. Wie kann man aus Moment, das müsste jetzt, jetzt sieht man das, aus einer alten Kasernengeschichte von den Amerikanern eigentlich Stadt machen. Das ist ja relativ stadtnah, dieses Quartier, zeige ich mal ganz gerne, wo wir versuchen, daraus eigentlich so eine Art von klassischer europäischen Stadt zu machen, auch mit eben Privatgärten, mit Gewerbe, mit eine Mischung von verschiedenen Wohntypologien, mit gefördertem Wohnungsbau, mit Studenten und dergleichen Dinge. Das ist derzeit im Bau. Das sah vorher so aus. Derzeit sieht es so aus. Das heißt, man sieht die Aufstockungen um zwei Geschosse. Hat mit Architektur ehrlicherweise nicht viel zu tun. Ist extrem unter dem finanziellen Druck entstanden. Aber man sieht jetzt schon, auf der rechten Seite gibt es ein Torhaus. Das heißt, da werden die Blockköpfe geschlossen. Und das ist der Stand derzeit. Jetzt links sehen Sie auch schon so einen Querriegel, der den Raum beendet. Rechts sehen Sie dann dieses eine Torhaus. Und das sind die bestehenden Räume, die dann so aussehen. Ich klicke jetzt einfach mal drauf. Und dann haben wir auch gesagt, wir haben ja keinen Platz, also müssen wir über die Straße bauen und diesen Platz über der Straße ausnutzen. Das hat wir auch jetzt in dem System, gibt es ja auch den klassischen Hof, der nur mit Teppichstangen, wenn überhaupt, versehen ist. Und wenn wir den anheben auf Erdgeschossniveau, können wir auch da bei den Wohnungen Ausgänge schaffen und können den jeweils Privatgärten geben und kriegen auch die Proportion von dem Hof besser in den Griff. Das nächste Quartier ist ein ehemaliges Industriegebiet in Ludwigshafen. Auf der rechten Seite gibt es Dinge, die wir auch gebaut haben. Wir haben da zwei größere Gebäude gebaut. Das ist eine Entwicklung in Ludwigshafen. Und diese Firma, die ist dann verkauft worden an die Amerikaner. Die haben das stillgelegt und wurde dann in einem Investorenverfahren weitergegeben an unseren Investor. Wir sehen da oben, dass wir vier Karrees haben. Wir haben eine Durchwegung gemacht. Wir haben ein verkehrsloses Gebiet gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel der Erdgeschossgrundriss, kann man schwer erkennen. Das Rosane ist Gewerbe, das Hellblaue ist Kindergarten, das Gelbe sind Studentenwohnungen. Dann gibt es Townhouses auf der linken Seite.
und eine ganz große Mischung. Und in der Mitte gibt es wieder Gewerbebereiche. Und das sind jetzt so Bilder, die wir entwickelt haben. Wir wollen da eine relativ große Farbigkeit auch entwickeln mit der Ablesbarkeit von einzelnen Häusern. Man ist da in Ludwigshafen extrem zufrieden mit diesen Dingen, kann es kaum erwarten. Und das werden wir jetzt hoffentlich nächstes Jahr auch anfangen zu bauen. Und das spiegelt so ein bisschen wider, wie wir uns eigentlich so Wohnen in der Stadt vorstellen. Das heißt, wir haben immer natürlich dieses Material Klinker, wir haben Putz, wir haben relativ große Fenster, wir haben Lodgen, wir haben keine Balkone, die auskragen, wir haben eine Erdgeschosszone, die zoniert ist. Und das ist im Grunde, sind so ein paar Rezepte, wie man mit Häusern umgeht. Und am Ende der Tage gibt es dieses Bild, wo unser Gebäude, das ist ein anderes Gebäude, einfach ganz normal im Stadtraum drinsteht, sich nicht wichtig tut und eigentlich versucht, mit den anderen so eine Art von Spiel zu entwickeln. Und das sehen wir als Aufgabe von Architektur, eigentlich Stadt, wie sie ist, weiterzubauen und die Qualitäten, die da sind, zu erkennen und zu wiederholen und zu verstärken. Das ist unsere Aufgabe. Mehr können wir auch nicht leisten. Und natürlich jeden Tag versuchen, Menschen von unseren Idealen zu überzeugen. Das klingt manchmal, klappt manchmal gut, manchmal klappt es nicht. Und man muss halt die finden, mit denen das funktioniert. Das war im Grunde erstmal alles. Ich glaube, jetzt haben wir die Zeit wieder aufgeholt, oder? Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bin ich auch zu hören? Thomas Eike? Ja, Thomas, ja, du bist zu hören. Alles klar. Stefan. Eike dürfte ich bitten, einmal mit dazu zu kommen, auch wieder mit der Kamera. Und tontechnisch sind wir dabei. Hervorragend. Stefan, du hast am Anfang deines Vortrags doch sehr stark darauf hingewiesen, wie wichtig ist die Abgrenzung oder die Wertschätzung zwischen halt öffentlichen Raum, halböffentlichen Raum und privaten Raum, dass man das ernst nimmt. Und tatsächlich, wenn man sich mal so anschaut, Architektur geht ganz häufig damit einher, dass gerade bei Wohnsiedlungen der Außenbereich sehr lieblos gemacht wird. Ja. Woran liegt das eigentlich? Sind das enorme Kosten, mit denen man es da zu tun hat, die das verhindern? Oder ist es die mangelnde Ausbildung? Warum ist der Außenbereich so lieblos gemacht häufig? Ja, es gibt das Problem, dass da im Grunde kein Geld mehr übrig bleibt und natürlich der Investor da gar kein Interesse daran hat. Ja, also ich habe ja die Diskussion auch mit Landschaftsplanern, die eigentlich immer völlig frustriert sind über das Geld, was sie bekommen. Dabei ist es ja so, dass das Wohlgefühl der Menschen macht sich eigentlich am Wohnumfeld fest. Wir haben das damals gemerkt, als wir diese Plattenbauten umgebaut haben. Da haben wir so Umfragen gemacht bei den Bewohnern. Und die Qualität des Wohnens wurde extrem vom Wohnumfeld abhängig gemacht. So dass es heißt, alles, was wir machen, muss mit dem Wohnumfeld zusammen entwickelt werden. Das ist auch bei den Platten, bei dem einen Umbau, bei der Nachverdichtung. Nachverdichtung, also mehr an Bauen, heißt auch eine höhere Qualität in den Außenanlagen. Aber das liegt nun mal wirklich an Investoren, wo überhaupt kein Verständnis dafür da ist. Hast du den Eindruck, dass jetzt unter den 3 Monaten, die wir jetzt hatten, wo die Menschen auf einmal sehr stark auf ihre eigene Wohnung angewiesen waren, auf den halböffentlichen Raum, auf die Qualitäten, die sie um sich herum haben, dass da ein größeres Bewusstsein dafür entstanden ist? Ich meine, für uns als Architekten natürlich klar und aber auch unterbewusst bei allen dafür. Ja, aber wir haben ja, du hast es vorhin gesagt, wir haben ja alle das Glück, als relativ gut situierte Menschen eine gute Wohnsituation zu haben. Und wir haben jetzt erstmal gemerkt, was es heißt, wenn du große Außenflächen am Haus hast, ja, in die du dann auch rein kannst. Ich habe dann noch ein Haus in der Pfalz, mir hat das Corona überhaupt nichts ausgemacht. Ich fand das richtig toll, dass ich da immer hinfahren konnte und hatte nichts zu tun. Aber wenn ich mir überlege, dass andere Menschen in diesen Mini-Wohnungen leben, ich nehme mal auch das Thema Mikrowohnen ohne Balkon, da können wir von Glück sein, dass wir nicht diesen Lockdown wie in Italien oder Spanien hatten, weil das würde zu Mord und Totschlag führen. Deswegen ist auch meine Forderung als Ergebnis von Corona, wir müssen extrem über das Wohnumfeld nachdenken, wir müssen extrem über die Wohnungstypologien nachdenken, die wir haben. Ja? Das ist ja Wasser auf unseren Mühlen. Wir propagieren seit Jahren ja schon einen Freiraum, also auf der Etage von mindestens 2,50, 3 Meter, also der Miroslav Schick sagt, so groß, dass man Tischtennisplatte dahinstellen kann, dass man, wenn man zu Hause bleiben muss, in diese Freiräume, die miterlebt und mitlebt auf diesen Flächen. Und jetzt über die ganze Diskussion kompakte Wohnungsbau in den letzten 10 Jahren geht es ja nur noch kompakte Wohnung, kleiner, kleiner, kleiner.
endet das ja immer in kleinen, austragenden Balkons, wo die Leute wie die Hühner auf der Stange vor dem Haus sitzen. Und das fällt uns garantiert auf die Füße, weil wir gehen mal von aus, wir werden so eine Pandemie wieder bekommen. Und wie gesagt, die wird wahrscheinlich auch anders kommen als diese. Wir hatten ja keine richtigen Lockdown. Aber redet mal mit Italienern, die nicht vors Haus durften. Und jetzt sitzt mal in einem Mikroapartment, ja? Ohne Balkon. Im gewissen Sinne hatte man ja mit den Wohnungsgrundrissen der 20er und 30er Jahre durchaus Typologien gefunden, die mit verhältnismäßig wenig Wohnraum pro Person und einem guten Verhältnis zum geschlossenen Außenraum eigentlich den Leuten Lebensqualität gegeben haben. Wieso ist dies eigentlich verloren gegangen und wieso können wir das heute nicht mehr? Einerseits ist der Flächenverbrauch pro Person so groß wie noch nie, 45 Quadratmeter pro Person. Und andererseits schaffen wir doch so viele Wohnungsgrundrisse, die zwar verschwenderisch sind, aber gar nicht so die Qualitäten generieren. Wieso ist das verloren gegangen? Ja, das ist doch alles ein reines ökonomisches Thema. Also als Beispiel, wir hatten vor Jahren, war eine Dreizimmerwohnung 86 Quadratmeter groß. Die hatte dann durch entlang der gesamten Wohnung einen 2,50 Meter tiefen Loggia. Das war so ein Standard. Aber unter dem ökonomischen Druck, dass man also die gleiche Miete wie für die 86 Quadratmeter Wohnung auch für die 68 Quadratmeter Wohnung bauen muss, unter dem großen Begriff kompakte Wohnung, das ist ja der geniale Begriff, ist jetzt eine Dreizimmerwohnung 68 Quadratmeter. Hat zur Folge, ich komme rein, stehe direkt im Wohnzimmer, klassischer Fall, ja, gehe quer durchs Wohnzimmer ins Bad, Balkon minimal. Das hat alles mit ökonomischen Bedingungen zu tun, die natürlich alle gehypt werden. Auch das Thema, wir haben zu viel Wohnfläche. Ich meine, um Gott, das ist doch eine tolle Sache. 48 Quadratmeter ist doch ein Verdienst dieser Menschen, die hier leben, das wir geschaffen haben. Das ist doch, Trump würde sagen, wir sind die Besten mit 48 Quadratmeter, die Weltbesten. Warum müssen wir denn daran zweifeln? Das ist doch eine Qualität unseres Lebens. Und das verbessert auch die Lebensqualität. Und wenn ich jetzt höre, ach, das ist doch ganz schön, so eine kleine Wohnung und da kann man ja so viel mitmachen. Mensch, verdammt nochmal, das ist ein Unsinn. Ja, wenn ich Stress in der Wohnung habe zwei Kinder und sitze auf 70, 75 Quadratmeter, wie soll das denn gehen? Und wir schaffen uns damit nur Konflikte. Und diese Forschungen über Konfliktgrundrisse, die gab es ja in den 60er Jahren, die gab es sogar beim Plattenbau. Da waren wir viel weiter als heute. Mhm. Mein Bild scheint eingefroren zu sein, aber ich lebe noch. Eike, du hast dich dazu gemeldet. Ja, ein bisschen daran, weil eben diese 48 oder wahrscheinlich exakter 45 Quadratmeter, die wir pro Kopf der Bevölkerung haben, ganz anders verteilt sind und wir eigentlich gar nicht die richtig passenden Wohnungen haben für die Budgets und letztendlich auch für die Lebenssituation. In Berlin ist es jetzt mittlerweile schon so, dass fast 50% der Haushalte Single-Haushalte sind. Wir aber nur etwa 300.000 Wohnungen haben, die irgendwie kleiner sind als 50 Quadratmeter. Also das heißt, dass wir zugeworfen werden mit Kaninchenstellen, ist sicherlich so noch nicht ein Abbild der Realität. Aber wir müssen uns tatsächlich die Frage stellen, wenn die Attraktivität des urbanen Umfeldes so groß ist, dass so viele Menschen, insbesondere auch junge Menschen, dann nach Berlin oder nach München oder nach Hamburg in diese städtischen Zentren ziehen wollen, dann müssen wir uns halt die Frage stellen, wie können wir das denn hinkriegen? Und wie können wir dann beispielsweise, wenn Wohnungen passender für die Budgets und kleiner werden auch tatsächlich, wie können wir es dann schaffen, dass der öffentliche Raum und das Wohnumfeld, beispielsweise das Erdgeschoss auch, dann so ertüchtigt wird, so angepasst wird an die Bedürfnisse, die wir haben, sodass sich diese Menschen dann auch tatsächlich begegnen. Also, dass die ihre kleinen Wohnungen eben auch dann verlassen, um dann eben vielleicht im Erdgeschoss, in Gemeinschaftsräumen, Restaurants, in Cafés, draußen, in dem öffentlichen Raum auch tatsächlich, in dem es deutlich mehr Angebote gibt als eben Rasenfläche und eine Teppichstange und ein paar Bäume drauf, dann auch diese Räume bevölkern. Denn das, was wir eben in Italien so toll finden, im Süden so toll finden, nämlich dass die öffentlichen Räume auch tatsächlich bevölkert sind und sich Menschen treffen, auch zufällig treffen, real treffen, das müssen wir in den nordischeren Städten erst erzeugen. Also unsere Städte sind genau dafür eigentlich noch nicht dicht genug. Wir können, aber also ich muss bitte. Das mal widersprechen. Also darf ich widersprechen? Wir können doch nicht
die Problematik, dass wir mehr Menschen in die Stadt bekommen, die man in Single-Wohnungen steckt, aus ökonomischen Gründen, nicht weil wir Singles hätten. Ja? Wer lebt denn freiwillig alleine, verdammt nochmal? Alle wollen doch eigentlich mit jemandem zusammenleben. So, also werden, heißt jetzt, wir haben ja nur Singles. Der Single kann sich eben aus ökonomischen Gründen nur eine Einzimmerwohnung leisten. Vor 15 Jahren hatten wir in den Raumprogrammen keine einzige Einzimmerwohnung. Das war verboten. Ja? Und da gab es garantiert genauso viele Singles wie jetzt. Das sind alles gemachte Dinge. So, und jetzt zu sagen, jetzt wohnen mehr Menschen in der Stadt. Jetzt müssen wir aber die Qualität des Wohnumfeldes erhöhen. Das geht nicht. Wir können das Wohnumfeld nicht mehr stärker belasten. Wir müssen schauen, dass der Mensch in seiner Wohnung zunächst mal auch zufrieden ist. Nicht, dass er, wenn es warm wird, raus aus der Wohnung muss irgendwo. Dann steht er unten an der Trinkhalde und lässt sich volllaufen. Früher ist er in die Eckkneipe gegangen, weil er, wenn er Stress zu Hause hatte, heute hängt er im öffentlichen Raum auf, raucht Shisha-Pfeife, versaut alles, guckt er das mal an. Unsere öffentlichen Räume sind alle überlastet. Warum? Weil sie es in den Wohnungen nicht mehr aushalten, die Menschen. Wenn es so heiß ist, kannst du, wenn du einen großen Lodge hast, darauf übernachten. Ja, da brauchst du auch keine künstliche Bienenentlüftung. Da pennst du draußen. Das sind doch Dinge, Stefan, die wir im Hintergrund haben und die sind verloren gegangen. Bevor du dich weiter in Rage redest. Für eine Geschichte, die Wohnungswirtschaft alles erfindet, um noch mehr Kohle rauszuholen. Und es geht nur mit staatlichen Eingriffen. Das, was wir in Frankfurt gerade probieren. Vorgaben, wie wer was zu bauen hat. Und der Gewinn reicht immer noch aus. Stefan, bevor du dich weiter in Rage redest, was wir doch feststellen ist, ja, dass sozusagen die Ansprüche an das... Hört man mich? Ja, ja, klar. Ja. Ja. Die Ansprüche, man stellt auch fest, dass die Ansprüche sich im Laufe der Zeit auch immer wieder ändern. Insofern stellt sich die nächste Frage, wie können wir eigentlich Wohnungen konzipieren, die flexibler sind? Die flexibler an solche Anforderungen halt auch entsprechend reagieren können, dass man mal eine Zeit lang viel mehr in der Wohnung ist, dass man am Anfang vielleicht alleine oder zu zweit wohnt und später noch Familie dazukommt. Flexible Grundrisse, Anpassungsfähigkeit von Gebäuden. Das Interessante ist, wir kennen ja mit den Gründerzeitvierteln, dass die sich in den letzten 100 Jahren sehr gut haben überhaupt bauen und verändern lassen. Also irgendwie haben diese Gebäude Flexibilität und Reserven. Warum schaffen wir das heute nicht mehr? Also wir machen das eigentlich immer, dass wenn wir Grundrisse planen oder planen dürfen, dass wir uns vorstellen, was ist das, wenn ich jetzt da zwei Wohnungen, drei Wohnungen oder vier Wohnungen an ein Treppenhaus mache? Also es ist nach der Perspektive, was passiert in 30 Jahren, wenn sich, wie du sagst, die Verhältnisse sich geändert haben und andere Anforderungen, kann ich das Gebäude umbauen? Das heißt jetzt ganz einfach, so würden möglichst wenige tragende Wände, Regeldurchbrüche, wo ich sage, ich baue da schon einen Sturz rein und kann später einfach die Tür rausmachen, weil ich, wenn ich nachhaltig denke, muss ich darüber nachdenken, in 30 Jahren kommt so ein Haus auf den Prüfstand und dann heißt es abreißen oder neu bauen. Und wenn wir über das Thema, was du vorhin sagtest, graue Energie nachdenken, dann müssen wir das weiterdenken, was ist mit dem Gebäude in diesen Jahren und was kann dann da verändert werden. Natürlich die Mehrfachnutzung von Räumen, es ist ja auch ein alter Hut aus den 50ern und 60ern, das ist doch alles schon da gewesen, dass ein Schlafzimmer nicht den ganzen Tag leer sein muss, sondern dass es vielleicht das Bett hochklappen können muss und kann dann Spielzimmer oder auch ein Homeoffice draus machen. Das ist ja alles nichts Neues. Also wenn du in der Baugeschichte zurückgehst, ich komme ja aus den 70ern, mein Gott, das haben wir alle schon mal diskutiert. Deswegen ärgert mich das so, wenn das heute so verballert wird, als wenn das völlig neu wäre. Tut mir wirklich leid. Da hast du vollkommen recht. Gewohnt wird schon lange und an Wohnungen gearbeitet wird auch schon lange. Ja. Wir haben es aber natürlich mit einer dynamisch sich wandelnden Gesellschaft zu tun und wir werden sicherlich auch erleben, dass Städte sich jetzt in Zukunft wandeln. Beispiel, wenn die Einzelhandelsstruktur sich verändert, mehr zu Online-Angeboten, weniger zu Shopping-Malls, dann haben wir auf einmal, und das kennen wir in den USA schon mal, leerstehende Shopping-Malls. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn auf einmal Industrie sich verändert, Dienstleistung sich verändert, Immobilientypen nicht mehr gebraucht werden? Wie sehr sind solche Immobilientypen eigentlich in der Lage, umgeformt zu werden und dann zum Beispiel aus einer Shopping-Mall kann man eine Wohngegend machen oder aus einem ehemaligen Multiplex-Kino? Geht sowas oder sind solche Gebäude einfach nur noch abzureißen? Das wollen wir ja, eigentlich nicht. Dein Kollege Mark hat ja behauptet, das wäre alles ganz einfach. Das macht er mit seinen Unis in Harvard, hat er letztens wieder erzählt. Ich schätze den Marc ja sehr, aber er ist halt auch ein Theoretiker und es muss von Fall zu Fall entschieden werden. Aber diese Geschichte vom BDA, erstmal die graue Energie zu entdecken
und zu sagen, das müssen wir jetzt unbedingt halten, das muss man doch von jedem einzelnen Objekt wieder genau untersuchen, weil teilweise ist es eben nötiger, ja, mehr neue Energie reinzustecken, um das überhaupt nutzen zu können, als die alte Energie in sich hat. Also ich bin ja kein Freund von diesen Dogmen. Wir haben jetzt da Flächen, die müssen wir umbauen und da müssen wir Geld sparen und das geht alles so einfach. Davor warne ich. Ich glaube, das hat so keiner gemeint. Jedes Projekt muss einzeln betrachtet werden und die Abwägung, ja, zwischen Abriss und Neubau muss einzeln betrachtet werden. Nichtsdestotrotz werden, glaube ich, heute leichtfertig Gebäude abgerissen, die einen gewissen Wert haben und die man vielleicht umnutzen kann. Das ist ja die Aussage. Eike, welches Potenzial siehst du, sozusagen, um qualitativen Wohnraum zu schaffen, dass man dafür andere Gebäude, die die Stadt zur Verfügung hat, umnutzen kann und umwidmen kann? Grundsätzlich kann man eigentlich alle Gebäude umnutzen. Ja, du musst eigentlich praktisch gar kein Gebäude abreißen. Es gibt auch ganz neue Wohnformen eigentlich. Es gibt diese ganzen WG-Konzepte auch tatsächlich. Es gibt gemeinschaftliche Nutzungen. Es gibt auch mehr Übergänge zwischen unterschiedlichen Nutzungen, also Wohnen, Arbeiten. Also gerade da an den Rändern, wenn man guckt, wie Menschen arbeiten und man kreuzt das mal mit dem Wohnen, dann kommt möglicherweise Coworking oder so etwas raus und wahrscheinlich in der nächsten Überkreuzung nochmal wieder was ganz anderes. Oder wenn man Hotel und Wohnen miteinander verbindet, dann kommen auch da neue Nutzungstypologien oder Jugendherberge und Wohnen oder Einzelhandel und beispielsweise Architekturbüro. Also wir haben jetzt festgestellt, dass als wir mal auf der Suche gewesen sind, erst vor kurzem, nach neuen Büroräumlichkeiten und sind dann darauf gekommen, dass das erste Obergeschoss etwa für 30, 40 Euro vermietet wird, aber das Erdgeschoss, also eigentlich die Flächen, die von denen man erwarten würde, dass sie eigentlich noch mehr Miete erwirtschaften müssten, nur noch für 20 Euro oder 10 Euro. Das heißt also, da dreht sich gerade das Verhältnis um und wenn wir dann die Frage beantworten wollen, was machen wir mit den Erdgeschossen dann auch tatsächlich, dann denke ich, dass genau diese Überkreuzungen interessant werden. Also wir könnten uns vorstellen, dann ein Café zu eröffnen, um mit der Nachbarschaft eben auch ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig ein Architekturbüro dann im Erdgeschoss zu haben. Du hast am Anfang deines Vortrags, übrigens, liebe Teilnehmer, ich sehe, es sind noch reichlich im Chat oder reichlich in der Konferenz. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Frage stellen wollen, schreibt es bitte in den Chat rein. Das nehmen wir sehr, sehr gerne auf. Solange werde ich immer die Fragen stellen, solange sich keiner meldet, aber das nehmen wir gerne auf. Wir haben noch ungefähr 6-7 Minuten, dann ist Viertel nach, dann wäre Schluss. Eike, du hast am Anfang deines Vortrags natürlich auf die ausdifferenzierten Lebensweisen und dementsprechend auch Wohnformen hingewiesen. Wir stellen interessanterweise fest, dass alternative Konzepte, Baugruppen, Genossenschaften oder irgendwelche Leute, die Experimente wagen, die schaffen es durchaus, interessante Wohnformen zu entwickeln, während der klassische Wohnungsmarkt, also wo Investoren auftreten, doch relativ stark immer die gleichen Wohntypen generieren. Warum ist eigentlich sozusagen die Wohnungswirtschaft so zaghaft, so vorsichtig, wenn es darum geht, einfach mal Experimente zu wagen, Gebäude zu realisieren, wo die Abgrenzung zwischen öffentlich und halböffentlich eine andere ist? Weil die Motivation der Wohnungswirtschaft halt eben eine ganz andere ist, als eben jetzt eben für sich selbst beispielsweise eine passende Wohnsituation zu schaffen, sondern die tun das, was halt eben in der Vergangenheit erfolgreich gewesen ist. In einer Zeit aber, in der sich eben diese Bedürfnisse so schnell ändern, wie du es jetzt auch gerade sagst, und es zu einer Ausdifferenzierung letztendlich der unterschiedlichen Wohngruppen kommt, sind die nicht flexibel genug und letztendlich auch in sich nicht experimentierfreudig genug. Ich habe das jetzt erst vor kurzem auch erlebt, da ging es um einen Wettbewerb, um sozusagen innovatives Wohnen und Wettbewerb, der von dem Deutschen Architekturmuseum veranstaltet worden ist und der Wohnungsbauträger, der dann ein ganzes Quartier entwickelt, der hat sich gesträubt mit Händen und Füßen, um 5 einzelne Gebäude in einem Feld von vielleicht 50 Gebäuden innovativer zu lösen. Meinetwegen mit einem neuen Entfluchtungssystem, mit neuen Baumaterialien, möglicherweise Laubenkantlösungen und so weiter. Also da merkt man schon, dass ein enormes Beharrungsvermögen da ist. Aber diese Gruppe von Projektentwicklern, die sind sich so sicher, dass genau ihr Weg der richtige ist. Ja? Und die Mischungsverhältnisse zwischen 3-Zimmer-Wohnungen, 2-Zimmer-Wohnungen und 4-Zimmer-Wohnungen, ja, was anderes ist da eigentlich gar nicht so in Diskussion, genau festlegen können auch. Also da fehlt einfach tatsächlich
die Notwendigkeit, innovativ zu sein, gerade in so einer Marktsituation, in der eigentlich jede Wohnung auch abgenommen wird. Also deshalb müssen wir sehen, dass wir auf der gesellschaftlichen Ebene letztendlich die Grundstücksfrage anders stellen und die Eigentumsfrage auch anders stellen. Also das genossenschaftliche Modelle stärker in den Vordergrund rücken, gemeinwirtschaftliche Themen stärker diskutiert werden, auch tatsächlich, um genau dann von Anfang an diese unterschiedlichen innovativen, kreativeren Lösungen auch zu unterstützen. Stefan, Thomas, du hast dich gemeldet. Ich würde mich sonst auch mal machen. Das war jetzt in Frankfurt kein Wettbewerb für Innovationen, da ging es eigentlich um den Baupreis, dass man möglichst billig bauen sollte, nämlich bis 1700 Euro. Und das Ergebnis sind dann Laubenganghäuser. Das war ja wirklich innovativ, war da überhaupt nichts dran. Und ich als Bauer hätte die auch nie gebaut. Der Wettbewerb war von Anfang an völlig falsch, weil immer den Architekten den schwarzen Peter hinzuschieben, wir müssten billiger bauen, wir müssten mal kurz nachdenken, das geht eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum du dich als Preisrichter da zur Verfügung gestellt hast. Ich hätte das nicht gemacht. Ich habe da einen bösen Brief auch an einen Leserbrief geschrieben. Das geht so nicht. Ja, es ging nicht um so innovative Konzepte. Es ging, wie billig man bauen kann, indem man irgendwas weglässt. Und dann lässt man halt den Aufzug weg und dann hat man etwas gespart. Und das sollten wir nicht mitmachen. Wir sollten nicht über Substandards reden und die noch auch propagieren. Bevor ihr euch jetzt kloppt, kann Wiebke Becker, habe ich eine Frage vorlesen. Na, wir haben mehrere Fragen. Wir haben mehrere. Ich würde mich jetzt gerne mal dazuschalten. Wir haben einige Fragen jetzt bekommen. Und die erste ist, wer gibt denn für die Art der Gebäude, wo das Wohnzimmer direkt, Wohnzimmerfenster direkt neben der Hauseingangstür sich befindet, die Baugenehmigung? Ist das mangelnde Fachkenntnis in den Bauämtern? Woran liegt das? Die ist auch an euch beide gerichtet letztendlich. Dieses Beispiel kennen wir ja auch als Frankfurt. Das ist dieses Substandardsgebäude von Schneider-Schumacher in Oberrat, wo man direkt vom Balkon bzw. von Treppenabsatz in die Wohnung reinkommt. Und das ist ja alles unter dem großen Label Modellversuch, läuft es ja. War auch letztens im Architektenblatt drin, völlig kritiklos. Man kommt also Tür auf, direkt im Wohnzimmer von der Treppe aus. Die Treppe ist außenliegend ohne Abdeckung. Das macht das Bauamt, aber das bekommt natürlich von oben die Direktive, wir machen jetzt mal ein Modell. Ist so leider. Weil das haben die auch zum letzten Mal gemacht, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Oder, Eike, siehst du es anders? Sicher, ja. So, ich sehe aber auch eben einen Konflikt, der eben entsteht. Ja. Wenn wir sozusagen jetzt, deine Position, das sind sozusagen gute Ergebnisse, die du da erzielst, aber wenn du diese Position absolutierst und sagst, das muss eigentlich immer so sein, dann werden wir uns auch Möglichkeiten berauben. Wir müssen an bestimmten Stellen auch Sachen ausprobieren. Wir müssen uns irgendwie auch da ein bisschen locker machen, müssen sehen eigentlich, dass wir Alternativen ausprobieren, andere Wohnformen zulassen, Beispiele geben auch tatsächlich. Da kann es tatsächlich passieren, dass mit dieser Systematik, mit dieser Herangehensweise Sachen nicht funktionieren. Auch tatsächlich dann am Ende mal Wohnungen entstehen, die einfach nicht so gut geschnitten sind. Das kann so sein. Ja? Aber wenn wir uns als Gesellschaft also zu sehr auf diesen Perfektionismus, auf dieses angstgetriebene Modell, ja, wow, hier kann was schiefgehen, auch tatsächlich zurückziehen, dann werden wir ein Problem haben. Dann werden wir nämlich tatsächlich viel zu wenig Antworten auf die sich relativ rasch verändernden Bedürfnisse finden. Und nehmen wir nur mal den Flur, den wir haben vor jeder Wohnzimmertür. Das ist in Deutschland vorgeschrieben quasi. Ja? So, Nein, ist nicht vorgeschrieben. Ja, okay, du darfst aber keine Toilette haben. Ja, also es ist aber sozusagen wie ein ungeschriebenes Gesetz für alle Wohnungsbauern. Ja? Ich finde das auch toll. Aber in Amerika kommt keiner auf die Idee, sowas zu machen. Ja? Zum Beispiel, und es gibt in bestimmten anderen Kontinenten auch noch andere Beispiele dafür, wie Menschen eigentlich auch anders wohnen können und möglicherweise auch gerne anders wohnen. Ja? Also hier zum Beispiel in Berlin, da kommt eigentlich kaum jemand auf die Idee und sagt, am Ende, wenn er entscheiden kann, frei entscheiden kann, entweder er kriegt ein zusätzliches Zimmer für seine Wohnung oder das Bad ist natürlich belichtet und belüftet und kommt an die Außenfassade. Ja? Und es kann sein, dass es da wohl situierte Personengruppen gibt, die in Süddeutschland sagen, hey, ich will aber mein Badezimmer an der Außenfassade haben. Aber in Berlin entscheiden sich alle dann für die zusätzlichen Quadratmeter für das eine zusätzliche Zimmer. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich möchte nur eigentlich sozusagen für uns
und als kleine Gruppe, als jetzt Architekten, die jetzt hier zusammen gekommen sind, auch nochmal den Weg öffnen eigentlich zu eben Fragestellungen, die wir dann vielleicht anders beantworten, als wir sie möglicherweise vor 5 Jahren beantwortet haben. Wiebke, gibt es noch weitere Fragen? Ich kann die leider nicht sehen. Ja, wir haben noch weitere Fragen. Doch, ich hab dich freigeschaltet, Thomas. Du müsstest die sehen könnten unter den Fragen, gerne. Okay, ich würde noch mal eine in die Runde geben. Sind nicht neue Bauherren gefragt, Baugemeinschaften, eventuell wieder Konzerne wie früher bei Werkswohnungen? Bauherren, die nicht primär Geld machen wollen, sondern sekundär der Gesellschaft auch etwas Gutes tun. Also mehr städtische Bauherren und dann wie in Frankfurt auch mit mehr Regularien. Also die landeseigenen Entwicklungsgesellschaften sind nicht besser unbedingt, ja, nicht automatisch besser, sind nicht automatisch innovativer, denn auch die werden wieder gemessen an bestimmten Kriterien, zum Beispiel an Quantitäten, ja, also wie viele Wohnungen in welcher Zeit sind realisiert worden, ja? Also das heißt, ich denke, wir müssen tatsächlich die Grundstücksvergabe anders lösen, das würde eine ganze Menge bringen auch. Tatsächlich, also über Bewerbungsverfahren, warum müssen Grundstücke auch verkauft werden? Ja, Grundstücke können für Zeiten zur Verfügung gestellt werden. Gibt es Konzeptvergaben dann eben für einen bestimmten Zeitraum über Erbpacht und dann kommen die Grundstücke wieder zurück, wie das eben in den Niederlanden beispielsweise der Fall ist. Ja. So, also die Bauherrschaft selber ist jetzt momentan sehr ungünstig organisiert und das müsste aufgebrochen werden tatsächlich. Also ich denke da beispielsweise über Gemeinwohlökonomie nach. Ja. Also wie können wir eigentlich Erfolg in dieser Gesellschaft, auch in der Immobilienwirtschaft, nochmal anders definieren, als ich bin innerhalb von ein paar Jahren Millionär geworden. Ja, so. Das ist eigentlich letztendlich nicht unbedingt ein großer Vorteil für diejenigen, für die da gearbeitet wird. Also vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, er hat da recht. Also das Thema ist ja die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die ja eigentlich die Qualität, den Maßstab hochhalten sollten und für die Wohnungsversorgung der normalen Bevölkerung verantwortlich sind städtisch und haben die Aufgabe, ihren Überschuss oder Prozente des Überschusses an die Stadt abzugeben. Und werden auch meistens, ist der Oberbürgermeister auch Aufsichtsrat, lebt die Stadt auch von diesem Geld, was aus der Wohnungswirtschaft, den Wohnungsbaugesellschaften herauskommt. Und meine Erfahrung ist in letzter Zeit, dass diese Wohnungsbaugesellschaften die privaten Bauträger als Vorbild haben, wie die denn mit den knallhart mit den Architekten umgehen und wie billig die bauen und so weiter. Unsere besten Erfahrungen haben wir eigentlich gemacht mit alten Wohnungsbaugesellschaften, die familiärer aufgestellt sind, die für die Perspektive arbeiten, für die Zukunft arbeiten und die auch eine Verantwortung sehen für das Umfeld, für die Gesellschaft, für ihre Mitglieder. Und neue Bauern können wir uns nicht backen. Wir suchen die ja immer, weil wir können uns die nicht backen. Deswegen geht es ja nur über einen Zwang, dass man sagt, okay, wenn du als privater Investor an der Stadt verdienst, dadurch, dass es dem Land so gut geht und du bekommst jetzt 9.000 Euro auf den Quadratmeter, wenn du einen findest, der das kauft, dann musst du gefälligst auch in diesem Quartier die und die Wohnungen preisgebunden Mietwohnungen bauen. Nur so funktioniert das. Das hat Frankfurt jetzt gerade vor. In Berlin gibt es ja andere Bestrebungen mit Privatisierung, was ein völliger Unsinn ist. Aber es geht nur mit gnadenlosen Vorgaben, weil wir können nicht hoffen, dass diese Leute von sich aus jetzt plötzlich sozial werden. Ja, also da geht es lieber darum, lieber noch einen Hubschrauber oder so, als Sozialwohnungen bauen. Das geht nur über Zwang. Dürfte ich vielleicht ganz kurz in die Runde? Verzeihung, wir haben tatsächlich, jetzt kommen ganz viele Fragen rein. Wäre es in Ordnung, wenn wir noch 10 Minuten, also bis 18.30 Uhr, verlängern? Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, entsprechend nochmal die Fragen mit anzubringen. Ich habe keinen Termin mehr. Mir ist das auch gut. Sehr gut. Bitte gerne. Sehr gut. Ich versuche mal, ein bisschen nach hinten zu legen. Ja. Stell doch bitte noch eine Frage aus dem Publikum. Wir haben noch eine Frage und zwar, gewohnt wird schon lange. Das geht an dich, Stefan. Du sprichst davon, dass die Themen des minimalen Wohnens bereits vor mehreren Jahrzehnten auf dem Tisch lagen. Warum gibt es denn so wenig bis keine realisierten Projekte in unseren Städten? Woran scheitert die Umsetzung der experimentellen Ideen? Ja, das liegt natürlich daran, dass ein Investor
natürlich von der Denkweise kein Risiko eingehen will, ja. Wenn er weiß, dass mit einem Wohnungstyp, den er jetzt schon 100.000 Mal verkauft hat oder wie auch immer, dass er den, wenn er den baut, wieder verkauft, wäre ja eigentlich blöd, wenn er jetzt was irgendwas macht, Experiment, wo er gar nicht sicher ist, ob er den überhaupt loskriegt. Das heißt, er wird immer auf der sicheren Seite versuchen, das auf den Markt zu werfen, was alle kennen und was geübt ist. Es gab mal die Frage, warum sehen eigentlich alle Reihenhäuser gleich aus? Warum gibt es keine Winkel, keine Bungalowhäuser? Da gab es wunderschöne Typen in den 60er Jahren. Und warum zum Beispiel ein Investor wie Wilma immer den gleichen Typ baut, schon seit 40 Jahren? Ja, weil er sagt, der Typ verkauft sich so gut. Und deswegen sagt er auch, der Markt will ja nichts anderes als diesen Typen. Also baue ich den. Und warum soll er plötzlich irgendeinen neuen oder beziehungsweise alten, den es schon mal gab, viel besser entwickeln, der vielleicht doch platzsparender ist und so weiter? Und da ein Risiko eingehen, dann sagt der Kunde auch, Mensch, das Ding kenne ich hier gar nicht, den hat mein Nachbar, hat ja auch nicht so ein Ding, ich will den klassischen haben. Also so ist die Denkweise und Experimente gehen ja nur dann, wenn man idealistisch ist und wenn man das Geld hat und wenn man auch eine bestimmte Vision hat. Und das sind mit Sicherheit nicht die normalen, in Anführungszeichen, Investoren. Vielleicht noch eine ergänzende Frage an beide. Wir haben hier einmal die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, dass grundsätzlich mehr Architekten in der Politik sind, vor allem in Hinsicht als städtischer Bauherr, die gewisse Regularien und Qualitäten vorgeben können. Stefan, nee, möchtest du anfangen? Ja, super Frage. Super. Das ist mein Lieblingsthema. Ich will jetzt ganz ruhig bleiben, ja? Also wir haben ja momentan die Entwicklung, dass die meisten Stadtbauräte, also die Entscheider in Städten, wie steht eine Stadt aus, wie entwickelt sich die, sind nicht Architekten. Ja? Viele von denen werden gewählt und wir sind doch alle scharf auf den Job, weil in der Stadt der schönste Job ist doch der Stadtbaurat. Ja? Weil eben da die ganzen Typen rennen hinterher und laden die zum Essen ein und man entscheidet. Und die Architekten kommen alle angesprungen und wollen ihm auf den Schoß sitzen. Und er ist plötzlich der, aus dem Niemandsland des kleinen Parteifritzen ist er jetzt der Größte. So, und so haben wir das Thema, dass wir nur Nicht-Fachleute haben, die über Nacht, das habe ich auch schon oft erlebt, in Frankfurt sind wir da ja schon sehr stark gebeutelt davon, die am Freitag sind die intronisiert, am Montag halten die einen Vortrag über Wohnungsbau und sind vielleicht vom Beruf her jetzt irgendwie Statistiker oder Anwalt oder so. Und wie soll das denn gehen? Und dann ist dann die Frage, wenn ich das nicht studiert habe, nicht vom Fach bin, wen nehme ich mir als Berater? Und wenn man dann anguckt, wen die sich dann teilweise ausgucken, wo soll das enden? Ja? Deswegen wäre das natürlich gut, wenn mehr Leute das machen würden, aber ich würde es auch nicht machen wollen nebenbei, also ich muss mich da jetzt mal rausnehmen. Ja. Und in der Politik ist seit Conradi niemand mehr im Bundestag, der Architekt ist. Und Conradi war Mechthild Heil ist von der SPD und sie ist auch Architektin, also es gibt tatsächlich eine Architektin im Deutschen Bundestag, Mechthild Heil, also das ist nicht so, dass es jetzt keinen geben würde. Aber nichtsdestotrotz, die verhältnismäßige Zurückhaltung des Berufsstandes bei politischen Diskussionen. Ich glaube, wir haben Konsens. Wohnen ist eine gesellschaftspolitische Frage. Und Wohnen wird nicht nur auf Märkten ausgehandelt, sondern Wohnen muss gesellschaftlich ausgehandelt werden. Und dafür braucht man politisches Engagement der Architektinnen und Architekten. Und tatsächlich, wenn man sich mal so Bezirksversammlungen anschaut oder Stadträte anschaut oder so, da ist die Architektinnendichte äußerst niedrig. Eike, woran liegt das, dass dieser Berufsstand doch eigentlich politisch denkt, aber dann umgekehrt verhältnismäßig wenig sich politisch engagiert? Das liegt ganz einfach daran, weil im Bundestag, das ist jetzt ein Gremium, ein politisches Gremium, das gibt es aber auf sehr unterschiedlichen Ebenen und hier in Berlin in der Bezirksverordnetenversammlung zum Beispiel, das ist ein Knochenjob ist, ja, und da wirklich sehr wenig Leute Lust drauf haben. Und es wirklich hart ist, auch Politiker zu sein. Ja? Also du kriegst dann ein bisschen Tagungsgeld, also verdienen kannst du damit nichts und du kriegst also Keile von allen Seiten und es ist extrem konfliktreich auch tatsächlich. Also ich freue mich eigentlich über jeden, der dann sich engagiert. Das sind dann meistens auch Leute, die dann eben schon ein bisschen außerhalb des Berufsfeldes sind. Also es sind auf jeden Fall keine Eltern zum Beispiel, ja, die dann eben Kinder großziehen. Also es sind meistens auch weniger Leute, die dann eben im Beruf stehen schon, sondern Pensionäre. Ja? Und die engagieren sich da. Oder Studenten auch sehr stark vertreten da auch. Ja.
weil die sich das irgendwie leisten können, weil die irgendwie da die Kapazitäten haben. Also ich glaube auch nicht, dass wir professionelle Parlamente brauchen in dem Sinne. Ja, wir sind Bürger, wir brauchen Bürgerparlamente, wir müssen verwurzelt sein mit unserer Demokratie halt eben bei eigentlich in allen gesellschaftlichen Gruppen. Aber wir müssen die Institutionen stärken, also die Bauaufsichtsämter, die Stadtplanungsämter. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten eigentlich. Die sind vollkommen unterbesetzt, jedenfalls hier im Norden, also in Berlin ist es ganz sicher der Fall. Jedes Bezirksamt hat ungefähr 400 Mitarbeiter zu wenig Stellen, die nicht besetzt sind. Jeder Bauaufsicht ist es so. Und ja, also meine Antwort darauf, klar, müssen da Finanzen reingesetzt werden. Die müssen auch selbstständiger operieren können. Das ist extrem hierarchisch aufgebaut. Und sie müssen Gehör bekommen dann auch tatsächlich, in dem politischen Kontext mit ihrer Fachkompetenz dann hineinwirken zu können. Also es gibt ja dieses Modell, was die Brandschützer für sich mal etabliert haben, nämlich ein Brandschutzgutachter schreibt ein Brandschutzgutachten und ein anderer Brandschutzgutachter prüft diesen Bauantrag dann und zeichnet ihn dann frei und die Behörde genehmigt ihn dann. Also auch solche Optionen, um da eben dann die öffentlichen Institutionen zu unterstützen, zu stärken, könnte man sich gut vorstellen für die Bauaufsicht, dass Architekten dann halt eben als Gutachter operieren und Bauanträge beispielsweise bearbeiten und dann eben prüft werden, ja, und in Zusammenarbeit mit den Beamten und Angestellten dann eben vielleicht die Prozesse beschleunigen. Aber dieser politische Meinungsbildungsprozess ist extrem komplex. In der Regel ist es so, dass Bezirksverordnetenversammlungen überfordert sind, wenn es um die Entscheidung von beispielsweise Bebauungspläne geht. Ich würde gerne nochmal zurückkommen von der Politik auf den Menschen und auf die Frage, warum gibt es diesen Drang zum billigen Bauen? Es wird wegen 100 oder 50 Euro Baukosten werden wahnsinnige Verluste an Qualität in Kauf genommen, obwohl ja zum Beispiel gerade in Ballungsgebieten die Entwicklung der Grundstückspreise sowas mehr als überkompensieren. Und gleichzeitig sind Menschen aber auch bereit, für Automobile oder für Reisen oder andere Konsumgüter sehr viel Geld auszugeben. Woran liegt die geringe Wertschätzung, dass die Leute sagen, ich will billig bauen, ich will nicht so viel Geld fürs Wohnen ausgeben, obwohl es doch so viel zur persönlichen Zufriedenheit und Behaglichkeit ausmacht? Soll ich was sagen dazu? Die Frage stelle ich mir seit 30 Jahren eigentlich, ehrlicherweise. ist für mich auch unbegreiflich. Also wenn ich ein Auto kaufe, dann bekomme ich so ein dickes Buch und da ist jede Schraube beschrieben zum Beispiel. Und dann will ich auch den ganzen Quatsch, den die mir da anbieten, ob ich ihn brauche oder nicht, will ich unbedingt haben. Ja? Also zum Beispiel, dass dann der Scheibenwischer losgeht, wenn es regnet, weil ich ja zu blöd bin, dass ich merke, dass es regnet. Das Licht geht an, wenn es dunkel wird, weil ich ja zu blöd bin, zu sehen, dass es dunkel wird und so. Die ganzen Sachen werden, und das bezahle ich alles. Ja? Und das Auto kostet dann, was weiß ich, 80.000 Euro. Das steht dann rum und das bekommt dann auch eine vernünftige Garage, muss es ja dann haben. Und bei einer Wohnung, dann kaufe ich eine Wohnung, da gibt es ein A4-Blatt, ja, Baubeschreibung. Und die klassischen Investoren, die verbringen mehr Zeit damit, dieses A4-Blatt zu entwickeln, dass auf keinen Fall einer irgendwas einklagt, ja. Und ich habe das auch so, der Investor bringt mehr Mühe da auf, ein Hochglanzprodukt, Prospekt zu entwickeln oder ein Video. Ja? Ich hatte mal einen, der hat so ein Video mit der Stimme von Al Pacino machen lassen und hat das so alles ruckzuck verkauft. Und dann sind die da eingezogen und da stand also drin, exklusives Wohnen. Und dann kamen die alle auf die Idee zu sagen, sag mal, wo wohnen wir eigentlich hier? Was ist denn hier überhaupt? Das ist ein Aufputzkabel hier und da ein Klingelschild fällt ab und da regnet es rein und so. Und haben dann einen Prozess angesteuert wegen Betrug, und dann kam raus, das exklusive Wohnen, der Begriff ist ja gar nicht geschützt oder definiert. Das heißt, da haben die verloren. Und das ist halt auch so ein komisches Verhalten, dass man dann innerhalb von einer halben Stunde eine halbe Million ausgibt für irgendwas, so ein A4-Blatt, aber nachher dann zahlt man einen Anwalt über, in dem Falle, ich habe da auch noch Geld zu kriegen, über 15 Jahre läuft der Prozess jetzt schon
wo ich mir sage, wo sind wir hingekommen? Und das hat also auch alles mit kulturellem Verlust zu tun. Das muss man einfach so mal generell feststellen, dass wir in dem Land diese Qualitätsdiskussion nicht richtig geführt haben. Was ist denn eigentlich gut? Was wollen wir denn? Und wir müssen auch sagen, dass alle Wohnungen, die wir bauen, auch die der Eick gebaut, sehen doch alle gleich aus. Ich habe schon, jedes Mal, wenn ich in eine neue Stadt komme, dann sagt der Investor, ich zeige dir jetzt mal meine Wohnung. Und dann komme ich da rein und jetzt wie bei mir. Das ist der gleiche Parkettboden, die gleichen Türen, der gleiche Griff, die gleichen Fliesen, die gleichen Objekte im Bad. Und das ist ein Standard. Und das verkaufen die auch alles. Und wenn ich auf die Idee käme, zu sagen, lass uns mal was anderes machen, würde ich sagen, viel zu riskant. Nee, geht nicht. Also wir haben da schon einen kulturellen Verlust in dem Land, der ist sehr traurig. Und wir diskutieren jetzt über Substandards wieder. Halt, jetzt spricht Eike und in 2 Minuten machen wir Schluss. Ja, okay. Eike, bitte. Stefan, der kulturelle Verlust, der lässt sich ja erklären, kommt von 2 Seiten. Ja. Zunächst einmal sind die Löhne und Gehälter einfach nicht so gestiegen, ja, wie in verschiedenen anderen Bereichen eben die Preise gestiegen sind. Ja. Wohnen ist eben extrem viel teurer geworden. Woran liegt es? Weil die Nachfrage halt so groß ist, weil wir nicht genug bauen, eigentlich in Wirklichkeit tatsächlich, und weil das ganze Bausystem ein extraktives System ist. Das heißt also, es zieht Kapital, also Energie, aus dem Wohnungsbau heraus. Das wird einfach in Landeswegen, ist die Kette derjenigen, die beteiligt sind, um eben so eine Wohnung tatsächlich zu verkaufen, an den Nutzer zu bringen, ist ziemlich lang. Und in Landesweges gibt es immer wieder jemanden, der dann eben runtergerechnet eigentlich auf den Baupreis dann halt noch den eigenen Obolus draufschlägt. Und dadurch sind Wohnungen halt eben auch deutlich teurer geworden. Durch diese beiden Einflüsse in Relation zu den Einkommen und in Relation zu dem, was aus diesem System herausgezogen wird, ja, dann so auf den unterschiedlichen Ebenen. Gewohnt wird schon immer und geplant, Wohnungen planen, das gibt es auch schon sehr, sehr lange. Insofern reichen 1,5 Stunden jungen Architekturgespräche, glaube ich, nicht aus, um diesen Komplex Urban Living ausführlich zu erläutern. Aber ich glaube, wir haben einen kleinen Anfang gehabt. Wir hatten, glaube ich, Spaß gehabt. Aber vor allem 3 Punkte sind wichtig. Wir stellen fest, dass natürlich das Thema Wohnen, das urbane Wohnen in dem Spannungsfeld steht, dass einerseits die Anforderungen immer größer werden, also differenzierte Lebensverhältnisse, die Anforderungen an die Technik, an den Klimaschutz und so weiter, dass wir andererseits aber auch natürlich gezwungen sind, irgendwie ressourcensparender zu sein. Davon rede ich jetzt nicht von Billigbauen, sondern ressourcensparend zu bauen. Wir stellen fest, dass Wohnen schlicht und ergreifend ein politisches Thema ist. Es ist ein gesellschaftspolitisches Thema und man darf es nicht zu sehr einfach nur unter marktlichen Kriterien sich anschauen. Wir müssen definieren, wie wir wohnen wollen, wie wir unsere Städte haben wollen und müssen uns da in den politischen Diskurs einbringen. Und das Dritte ist, gerade die letzten 3-4 Monate haben es gezeigt, Qualität ist von essentieller Bedeutung. Schlechte Wohnqualität, schlechte Qualität des halböffentlichen und öffentlichen Raums fällt den Menschen auf die Füße. Und es stellt sich wirklich die Frage, wie haben die Leute, die 3 Monate überstanden, die in solchen schlechten Qualitäten leben, sicherlich ganz anders als die Leute, die das Privileg hatten, besser zu wohnen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden, aber halt auch bei Wiebke und Diane, dass wir hier eine schöne Diskussion haben können. Und Online-Formate machen Spaß, sicherlich, aber ich freue mich auch demnächst darauf, dass wir uns wieder mal persönlich wiedersehen. Denn jetzt alleine ein Glas Wein zu trinken, finde ich blöd. Deswegen bleibe ich beim Wasser. Aber in der nächsten werden wir hoffentlich wieder ein Glas Wein miteinander trinken. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bis hierhin durchgehalten haben, ein paar haben sich ausgeschaltet. Wir haben ja auch schließlich gnadenlos überzogen. Danke ich auch für die Teilnahme. Und tut mir leid, dass ich die Fragen nicht sehen konnte, sonst hätte ich früher darauf reagiert, dass es Fragen gab. Aber wir lernen, glaube ich, alle noch bei diesen Formaten. In diesem Sinne von mir aus, vielen Dank und schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank auch von unserer Seite. Ganz herzlichen Dank an Eike Becker und Stefan Forster und nicht zuletzt natürlich an deine Unterstützung, Thomas. Ganz herzlichen Dank dafür. Da es keinen Applaus zu hören gibt, möchte ich vielleicht an unsere beiden Referenten einfach mal das Feedback geben, dass wir sehr viele positive Kommentare aus dem Publikum erhalten haben. Wir haben tatsächlich auch Gäste aus ganz unterschiedlichen Ländern heute Abend da, unter anderem aus UK, die uns geschrieben hatte, oder in dem Fall geht es an Stefan, die sagt, she loves your passion, also deine Leidenschaft. Ich glaube, die sollten wir uns alle bewahren. Ich kenne die. Die sollten wir uns alle bewahren.
Wir freuen uns ganz arg, wenn alle wieder nächste Woche einschalten. Nächste Woche sind wir mit den Dumb Lectures wieder unterwegs. Wir haben am Ende 2, 3 Fragen vorbereitet. Da freuen wir uns sehr, wenn Sie uns die kurz beantworten würden. Und es gibt natürlich eine Teilnahmebestätigung für alle, die durchgehalten haben. Einen ganz schönen Abend an alle. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf bald. Ciao. Vielen Dank. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.